Ja, ich muss ja noch schnell ein Vorwort machen aus Prinzip. Ja, habe ich hiermit getan. Nein. Dieses hier als ein Beitrag. Ihr könnt im Prinzip als Podcast einfach nur hören. Ihr dürft aber auch gerne hingucken. Ich habe die Schauwerte dadurch ein bisschen gesteigert, dass ich rumlaufe. Ja, heißt, es gibt jeden Frame einen ganz anderen Bildausschnitt. Weil so schnell bin ich. Nicht ganz, aber ungefähr. Ne? Also, das wollte ich nur kurz angemerkt haben. Und. Ja, ansonsten geht es relativ entspannt zu. Also, wenn es interessiert, dranbleiben. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. So, hallo und herzlich willkommen auf dem Weg. Naja, eigentlich gehe ich gar nicht in den Wald. Ich laufe dran entlang. Ist egal. Jedenfalls wollen wir jetzt dringend mal wieder eine Seven vs. Wild Besprechung machen. Da bin ich ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil, ja, hatte schlicht und ergreifend zwischendurch gerade keine Lust. Und ich bin ja immer noch am Adventskalender vorbereiten, nur für diejenigen, die das interessiert. Und entsprechend ist es gar nicht so einfach, da jetzt alles unter einen Hut zu bekommen. Gut, wie auch immer, jedenfalls wollen wir da nochmal ein wenig drüber reden. Wir haben jetzt bisher bis Folge 6 bequatscht. Und jetzt geht's weiter mit. Ich habe leider meinen Zettel vergessen. Da stehen die einzelnen Punkte drauf. Aber vielleicht fällt mir das meiste ja wieder ein. Jetzt geht es weiter mit Folge Nummer 7. Und ich würde jetzt einfach die Dinge, die bis Folge Nummer 11, glaube ich, ist momentan auf YouTube verfügbar zu diesem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, passiert sind. Ja, und in irgendeiner Reihenfolge, wie es mir einfällt, da ich ja, wie gesagt, meinen Zettel vergessen habe. Und ja, es ist schwierig. Ich komme inzwischen schneller vorwärts, aber kann, weil ich schneller gehe, auch schneller gehen, sozusagen. Und deswegen komme ich dann wahrscheinlich trotzdem ins Keuchen. Egal, ich versuche einfach mal langsam zu machen, damit ich nicht so viel atmen muss beim Reden. So, also, wir haben jetzt eben die Situation, dass Stefan ja weg ist. Das haben wir ja schon länger und das ist inzwischen ein alter Hut. Ja. Aber das heißt, es müssen jetzt nur noch 6 Leute versorgt werden. Das bedeutet, die haben einen extra Schlafsack, auch wenn es nur ein kleiner ist. Das bedeutet wiederum, dass der zweite mit dem miesen Schlafsack, nämlich der Joe, vermutlich jetzt etwas wärmer pennt. Und das ist ja schon mal ganz hilfreich. Wir wissen ja auch schon zu diesem Zeitpunkt jetzt, das ist ja kein Spoiler mehr, dass Hugo und Sandra noch aussteigen werden. Und das bedeutet, da haben wir noch mehr Schlafsäcke. Ja. Und so langsam sind also die Kapazitäten für ein warmes Lager durchaus gar nicht mal so schlecht. Und das ist ein Vorteil. Also wenn einige raus sind, haben die anderen natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und zumindest Hugo und Sandra haben ja auch noch Klamotten dagelassen beim Ausscheiden, sehr netterweise. Finde ich sehr, sehr kameradschaftlich. Und entsprechend würde ich sagen, haben sich die grundsätzlichen Ressourcen etwas, also pro Person etwas verbessert. Auch wenn jetzt noch weitere Nahrung auftaucht, dann ist natürlich dadurch, dass Joey Kelly nichts isst, Joe nur selbstorganisiertes futtern möchte. Und gut, Sandra hat auch nichts gegessen, muss man der Fairness halber sagen. Ist also fast schon, also was die Futterressourcen angeht, ist es gerade egal, dass Sandra draußen ist, beziehungsweise also stellt in dieser Hinsicht keinen Vorteil in Anführungszeichen dar. Ja, gut. Aber jedenfalls kommt jetzt der nächste Funkspruch. Und Huwe beschließen auf die Suche nach dem nächsten Rucksack oder Koffer oder was war es denn? Es war ein Rucksack, glaube ich, zu gehen. Und ob das so eine gute Idee von vor allen Dingen Hugo war, ja, das können wir bezweifeln, beziehungsweise das wissen wir schon. Nein, war es nicht. So, hat er das trotzdem gebraucht, weil ihm einfach zu langweilig ist? Scheinbar schon. Ist das dann eine sinnvolle Entscheidung? Nö. Ja, aber jetzt ist er natürlich, das haben wir ja schon festgestellt, kein Outdoor-Profi. Und wenn du kein Outdoor-Profi bist, dann musst du halt irgendwie gucken, beziehungsweise er hat keine Erfahrung mit rumsitzen und nichts tun. Und
entsprechend muss man dann halt schauen, dass man sich beschäftigt bekommt. Ja, Joey Kelly kann auch nicht rumsitzen und nichts tun, aber der kriegt sich bekanntermaßen ja beschäftigt. Von daher ist das dann kein großes Problem. Also es gibt halt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder du machst das Beste draus oder und kannst rumsitzen und nichts tun. Ja, rumsitzen und nichts tun kann überwettern oder auswettern, kann durchaus eine wichtige Survival-Fähigkeit sein, wenn es einfach nicht geht, weil das Wetter gerade zum Beispiel zu schlecht ist, daher auch auswettern. Oder man gerade krank ist und man ein, zwei Tage Pause machen müsste, dann muss man halt auch die Fähigkeit haben, das zu tun im besten Fall. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder diese Fähigkeit haben muss. Und es ist natürlich auch nicht schlimm, wenn man das nicht kann. So war das nicht gemeint. Überhaupt nicht schlimm. Aber ja, jedenfalls, der Hugo geht mit, der Uwe geht mit. Und beide stolpern am Fluss rum und dappen mehrfach ins Wasser. So, jetzt habe ich an anderer Stelle schon mehrfach und in verschiedenen anderen Beiträgen meinerseits erwähnt, dass ich überhaupt nichts davon halte, wenn man da mit den Schuhen in den Fluss tappt, auch wenn die wasserdicht sind. Beim Uwe kann ich das noch ein Stück weit nachvollziehen, weil dem seine wahrscheinlich wirklich, die sind ja neu, wahrscheinlich wirklich noch wasserdicht sind. Der dürfte also nur minimale Wassereintritte gehabt haben. Von dem, was ich gesehen habe, wird es wahrscheinlich nicht allzu schlimm gewesen sein, wird ja auch später nicht weiter thematisiert. Okay, trotzdem ein unnötiges Risiko. Was hätte man machen können? Erstens, nicht dauernd über den Fluss, hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück. Schon gar nicht den Hugo machen, mit dem ist mir egal, ich springe jetzt da rein. Ist natürlich völlig Banane, ja, aber gut, man wird ein Stück weit blöd, beziehungsweise wahnsinnig, wenn man eine Zeit lang so draußen ist, so abseits von Möglichkeiten, sich mit was anderem aus dem eigenen Kopf oder den anderen Anwesenden zu beschäftigen. Das ist schwierig fürs Hirn auf die Dauer. Achtung, Zug. Aber ich quatsche einfach trotzdem mal weiter. Denn, ja, also wie gesagt, ich kenne das auch. Und irgendwann macht man dann dumme Entscheidungen, die man aus heutiger Sicht oder aus späterer Sicht nicht mehr nachvollziehen kann. Und ja, das ist nur menschlich. Trotzdem halte ich überhaupt nichts davon. Ja, die Suchaktion wäre energieschonender zu bewältigen gewesen, wenn man einfach am Ufer entlangläuft, auf einer Seite vom Ufer, ein bisschen Abstand zum Ufer in einem Gelände, in dem man leichter vorwärts kommt und dann von da aus einfach mal guckt, ob man denn schon mal was findet, dann grob die Distanz zurücklegt, die ja angegeben gewesen ist. Und wenn dann auf dieser Distanz nichts entdeckt wird, direkt am Ufer, er soll ja direkt am Ufer sein, schreibt bzw. spricht das Fritzsche Tonband. Und dann ja, wäre das meiner Meinung nach die bessere Lösung gewesen. Aber kann man natürlich auch anders machen, selbstverständlich. So, kann man Hundefutter essen? Ja, klar, kann man. Also die Inhaltsliste, Zutatenliste wird ja kurz eingeblendet. Da spricht überhaupt nichts dagegen, außer vielleicht der Geschmack, das so zu verzehren. Und dass da Knochenmehl drin ist, im Gegenteil, macht überhaupt nichts, ist eher gesund als irgendwie schädlich. Also diese Form von Hundefutter, die sie da vorgesetzt bekommen haben, finde ich ehrlich gesagt auch ganz lustig, dass man da einfach mal ja, nicht irgendwas Reguläres, sondern eine richtig große Tüte, richtig viel Essen für richtig viele, in Anführungszeichen, richtig viele Kalorien. Aber Hundefutter finde ich ehrlich gesagt eine sehr coole Idee. Was war denn das? War das der Überraschungsrucksack? Ich glaube, der hieß so. Ich weiß es nicht mehr. Wie auch immer, jedenfalls, ja, ja cool. War da sonst noch irgendwas Interessantes drin? War das der mit der Zwille? Ich weiß nicht, ob das der mit der Zwille gewesen ist. Könnte auch der nächste gewesen sein, der die Zwille hatte. Verschwimmt alles ein bisschen teilweise inzwischen in meinem Kopf. Ja, eine Zwille. Tun wir einfach mal so, als wäre die da drin gewesen. Ist die nützlich? Ja, theoretisch schon. Was kann man damit jagen? Insbesondere Vögel. Das wäre so der Klassiker, dass man da relativ einfach zu tötende Tiere mitjagt. Und das sind halt nun mal Vögel mit ihren recht fragilen Knochen und theoretisch noch Kaninchen, andere Kleinsäuger,
potenziell selbstverständlich auch Amphibien und Reptilien, so es dann welche gibt, wo man sich befindet. Das wäre jetzt ein eher seltenes Szenario. Muss man allerdings lange, lange, lange geübt haben, um mit so einem Ding zielsicher zu sein. Und zweitens, und damit können wir vielleicht gleich nochmal das Thema Jagd vorwegnehmen, muss natürlich auch das notwendige Tier auch erreichbar sein. So, und das heißt, wir wissen jetzt auch, ich versuche dann nachher halbwegs zur chronologischen Reihenfolge zurückzukehren, später gibt es ja noch den Jagdboden. Im Übrigen muss man da hinzufügen, dass die Szene mit dem Jagdbogen holen, also die Suche nach dem Jagdrucksack, das ist natürlich was, da muss ich jetzt zugeben, dass der Joe schon ein Mobber ist. Ja? Also der mobbt da ganz eindeutig die armen neuseeländischen Berge. Ich habe mir, wie gesagt, meinen Zettel nicht dabei. Da steht das fiese Zitat vom Joe, also so eine, komm, also das ist wirklich extremes Mobbing. Ja? Sowas nach dem Motto, ja, Berge, ja, hübsch. Können wir jetzt bitte alle anderen Koffer ans Lager geliefert bekommen? Haben wir jetzt gesehen. Ich vermute, ja, dass wir die Koffer nur holen sollen, um die Schönheit Neuseelands zu zeigen. Ja, hübsch, Berge. Ja, haben wir damit gemacht. Können wir die Koffer jetzt einfach bei uns im Lager abholen? Ich glaube, hübscher wird's nicht. Ja, also das geht mal gar nicht. Einfach die wunderschöne neuseeländische Landschaft mobben, nur weil es vielleicht ein kleines bisschen anstrengend ist, da rumzukrabbeln. Ne? Gut, wie auch immer, jedenfalls findet er dann ja auch einen Jagdbogen. So, damit hat man jetzt theoretisch primitive Jagdbewaffnung. Also primitiv kommt darauf an, der Bogen ist es eigentlich schon nicht unbedingt primitiv, kann man jetzt wirklich nicht so bezeichnen. Jagdspitzen dazu, ja, das ist vielleicht sogar ein bisschen hinderlich. Das Blöde ist nämlich, wenn du nur Pfeile mit nur Jagdspitzen hast und keine, ich sag jetzt mal, Übungsspitzen, Trainingsspitzen dazu bekommen hast, dann kannst du mit dem Bogen quasi nur dann vernünftig schießen, weil ohne spitze Pfeil verschießen macht auch keinen Sinn, dann ist er auch kaputt. Und ja, da kannst du nur einen verschießen, indem du eine Jagdspitze opferst. Und da das im Regelfall Einwegjagdspitzen sind, sprich, die knallst du einmal gegen einen Baum, dann sind die Dinger furchtbar für Bogen, hast du im Grunde bloß auch zu Trainingszwecken nur 6 Schuss oder wie viele Pfeile sie da haben. Und das ist ein bisschen, ja, schade. Wir hätten also wahrscheinlich mehr vom Bogen-Content zu sehen bekommen, wenn es da auch noch ein paar Übungsspitzen gegeben hätte dazu. Also zumindest habe ich das so verstanden, dass wirklich nur die Jagdspitzen verfügbar gewesen sind. Ja, entsprechend ist der Bogen nicht sofort zum Einsatz gekommen. Und ja, vielleicht kommt da noch was, das wissen wir nicht. Aber zumindest zum Stand der aktuellen Folgenveröffentlichung auf YouTube haben wir noch kein Glück, was jagdlichen Einsatz angeht. So, für beides, Schleuder wie also Bogen theoretisch mit Jagdspitzen, damit kannst du eigentlich fast alles erlegen. Eigentlich, ob das dann weitgerecht ist, ja, das kommt auf den Schützen an, insbesondere, und was der sich halt jeweils zutraut. Es ist sicherlich schwieriger als mit entsprechend großkalibrigen Jagdgewehr. Ja, das ist sicherlich so. Die Distanzen sind kürzer, man muss näher ran. Und da das ja ein Takedown, ja was auch immer, Bogen ist, ohne irgendwelche Zielvorrichtung, also kein, ja, ich sag mal, taktischer Bogen in Anführungszeichen, die da deutlich, ja, nicht unbedingt schöner, aber deutlich präziser zu schießen sind, macht das auch nochmal schwieriger, wenn man nicht ein sehr, sehr geübter Bogenschütze ist. Weil die einzige Möglichkeit, mit dem Ding zu schießen, ist halt intuitives Bogenschießen. Und das heißt, du guckst dahin, wo du hinschießen möchtest und hast im Gefühl, wo der Pfeil hingehen muss. Und ein richtiges Zielen im Sinne von ein Zielvisier oder sowas gibt es da halt nun mal nicht. Das muss man also wirklich sehr lange üben. Und muss sicherlich auch ein gewisses Maß an Talent mitbringen, um das vernünftig hinzukriegen. Ja, und das macht die Sache schlicht und ergreifend ziemlich schwierig. So, mit der Schleuder ähnlich. Auch die hat kein Zielvisier. Muss man also auch sehr lange üben.
um damit ein richtig, richtig guter Schütze zu sein. Vorteil, Munition ist quasi unendlich verfügbar und man könnte während des Aufenthalts im Lager durchaus üben, mit der Schleuder zu schießen. So, Joe hat inzwischen in einem kleinen Short, glaube ich, verraten, dass er vorhatte oder dass er es hin und wieder mal gemacht hat, mit der Schleuder des Nachts unterwegs zu sein, um Hasen. Was wollte ich sagen? Genau, also man muss das ganz lange üben und dann braucht man als zweiten wesentlichen Faktor und daher kann ich die häufige Kritik an der fehlenden Jagd, die man immer mal wieder in den Kommentaren lesen kann, nur zu Teil nachvollziehen. Also einerseits verstehe ich, dass man das gerne gesehen hätte. Hätte ich auch gerne gesehen. Ja, das ist absolut klar. Das ist menschlich nachvollziehbar. Aber das Problem ist, da hocken jetzt zum Zeitpunkt momentan immer noch 6 Nasen und später dann 5 Nasen. Und noch später dann 4 Nasen, das wissen wir ja alle schon, am Flugzeug oder neben dem Flugzeug. Und kloppen die ganze Zeit auf irgendwas rum und kommunizieren ziemlich laut und stinken vielleicht noch nicht unbedingt wie Iltis. Iltis stinken schon sehr, sehr intensiv, aber sind sicherlich gut mit dem Wind wahrzunehmen, geruchlich. Ja? Das heißt, Jagd ist unter diesen Bedingungen ziemlich schwierig und die Tiere in der näheren Umgebung wissen also, dass die da sind. Und mag sein, dass sie sich nachts ein wenig annähern, das ist sogar sehr wahrscheinlich, beziehungsweise fast schon sicher, da wir ja die Wildkameras haben, die durchaus zeigen, dass da Tiere sind. Das bezweifelt auch keiner, dass da Tiere sind. Man sieht ja auch jede Menge Fraßspuren, Losungen, Fährten. Später kann man die möglicherweise noch sehr, sehr gut erkennen. Und ja, das heißt, Tiere sind da definitiv. Heißt das jetzt, dass man deswegen da furchtbar gut jagen kann? Ich dachte gerade, ich werde verfolgt. Rückspiegel, ne? egal, jedenfalls. Also nicht, dass ich Probleme damit hätte, verfolgt zu werden. Ich will nur niemanden filmen, der nicht gefilmt werden möchte. Daher ist das immer so ein Thema, dass mir niemand in die Kamera rennt. Darum geht's. Gut, wie auch immer. Das große Problem dürfte sein, also erstens mal, für Jagd, ja, brauchst du, also es gibt im Großen und Ganzen, jetzt mal als ganz groben Überblick, ohne Details, die kenne ich auch nicht. Ja? Aber grob kannst du sagen, entweder hast du Wild, dass es gewöhnt ist, bejagt zu werden. In dem Fall kannst du so Tricks anwenden wie, tu so, als seist du ein Tourist, weil sie sind gewöhnt, dass auch Touristen unterwegs sind. Und dann bist du plötzlich ein Tourist, der aus heiterem Himmel auf sie schießt, so in dem Stil. Ja? Das kann eine sehr effiziente Jagdmethode sein, also so nach dem Motto, bei Tieren, die davon ausgehen, dass nur bestimmte Menschen auf sie schießen und alle anderen Menschen nicht, Tiere im urbanen Umfeld, wie gesagt, da kann das funktionieren. Methode Nummer 2, ich sage jetzt mal, ist die klassische Wildnisjagd, nämlich du musst wie jedes andere Raubtier auch versuchen, dich an deine Beute irgendwie anzupirschen bzw. anzuschleichen, um eben ranzukommen und die Beute zu erlegen, ohne dass die merkt, im besten Fall, dass du überhaupt da bist. Oder zumindest sie merkt es zu spät. Weil alles andere geht nicht. Wir sind kein Hetzjäger, werden wir auch niemals sein. Wir können also nicht dem Hirsch hinterherrennen mit dem Messer und versuchen, ihn dann auf diesem Wege zu erlegen. Das kann also nur mit Schleichen und Verstecken und Tarnen und Täuschen im Grunde funktionieren. Ja? So, und dafür ist entscheidend, wie vertraut sind denn die Tiere, die da vorkommen, mit menschlichen Jägern? Da ist nämlich ein großer Vorteil und insofern muss ich hier ausnahmsweise mal sagen, dass es Situationen gibt, in denen einige Alone-Staffeln schon einfacher, zumindest jagdlich, einfacher gewesen sind als das, was wir jetzt bei Seven vs. Wild haben. Zwar haben wir eine sehr hohe Wilddichte, aber die werden auch äußerst regelmäßig und auch genau an der Stelle, wo wir uns befinden, bejagt. Und vermutlich sehr, sehr, sehr regelmäßig. Inzwischen hat der Fritz nämlich das, was ich schon von Anfang an vermutet habe, bestätigt, dass diese Merino-Schaf-Farm auch als Jagdlocation vermutlich eben auch für ausländische Jäger
zur Verfügung steht und man sich da für Jagdzwecke quasi auf dem gesamten Gelände irgendwo einnisten kann, um dann da jagen zu gehen. Da ist auch nichts dran auszusetzen, das sind ja alles invasive Arten, die da gejagt werden. Das ist völlig in Ordnung, das soll keine Kritik sein. Aber das führt natürlich dazu, dass insbesondere das Rotwild, was da unterwegs ist, vermutlich eben genau das unterscheiden kann. Ist das, was da jetzt an Mensch unterwegs ist, gerade ein Jäger? Oder ist das nicht? Und auch wenn Fritz meint, die sieht man dann relativ häufig und dann sind die da hinten, da gibt es auch so Behind-the-Scenes-Geschichten, wo Fritz das feststellt, meine ich. Ja, ist so, aber die können meistens, also gerade erfahrenes Rotwild, und wenn da ein Muttertier dabei ist, dann ist das meistens erfahren und da war immer ein Muttertier dabei, die können sehr wohl unterscheiden, ob sie jetzt gerade bejagt werden sollen oder eben nicht. Und wenn du da mit diesem Fahrzeug angefahren kommst, mit dem der Fritz immer zu seinen Kassettenwechselmissionen aufbricht, dann wissen die schon, okay, das werden jetzt vermutlich niemand, wird jetzt niemand sein, der gerade jagen möchte. Und sie halten trotzdem einen Abstand zu einem Menschen, der so hoch ist, dass du da ohne Gewehr auch keine Chance hast, die irgendwie zu erwischen. Und dass sie nicht panikartig sofort davonrennen, ist auch kein Wunder bei den Temperaturen. Die befinden sich schon langsam, oder zumindest gehen sie langsam in den darein über, in den Winterstoffwechsel. Und das heißt, die sind dann auch eher gemütlich unterwegs und würden nur dann panisch wegrennen, wenn es unbedingt notwendig ist. Soll heißen, also zumindest beim Rotwild, Jagdaussichten ohne Gewehr, schwierig. Schwierig. Ja? Die wissen also, wie man sich vom Mensch fernhält. Die wissen, dass sie sich bitte im Wald verstecken sollen und nicht auf offener Fläche rumlaufen. Ja, also ich denke, das könnte relativ schwierig sein, trotz der hohen Wilddichte, weil das Wild eben an Bejagung angepasst ist, dann Jagderfolg zu haben. So, möglich? Ja. Ja, insbesondere nachts könnte das vielleicht eventuell klappen, solange man dann genug Sicht hat, um da überhaupt auf irgendwas schießen zu können. So man dann dazu kommt, eben ein guter Schütze ist, insbesondere, also wenn du jetzt ein Rotwild erlegen möchtest oder so ein Schwein, dann brauchst du natürlich dazu noch entsprechende Fähigkeiten am Bogen und die notwendige Energie und genügend Zeit am Tag, die dann für solche Spielereien noch übrig ist. Ja? Und das macht das Ganze schon sehr, sehr, sehr herausfordernd. Drum, ich erzähle das deswegen so ausführlich, weil Fritz' Einschätzung mit dem, da ist voll viel Wild, ja, richtig, ja, aber als Nichtjäger, also so gar nicht Nichtjäger, ist das schwer einzuschätzen, ob das jetzt einfach nur Wilddichte ist gleich Jagderfolg. In diesem Fall definitiv nicht. Ne? Also da sind Regionen mit deutlich geringerer Wilddichte, aber quasi nie vorbeikommenden menschlichen Jägern erheblich einfacher zu bejagen. Das war also bei zum Beispiel Alone durchaus häufiger mal erfolgreich bejagte, teilweise auch große Tiere feststellen können, liegt unter anderem auch manchmal, nicht immer, an der Abgelegenheit der Gebiete, wo das Ganze stattfindet, dass da einfach nicht allzu häufig eine regelmäßige Bejagung stattfindet und die Tiere, die da vorkommen, einen menschlichen Jäger mit Schusswaffe, auch wenn es nur ein Bogen ist, einfach nicht gewöhnt sind, schlicht und ergreifend. Ja, und daher die Fluchtdistanz relativ gering ansetzen, man kommt also recht nah ran. Weil, ja, warum auch nicht? Die sind es gewöhnt, dass ihnen jemand hinterher rennt, der sie fangen möchte und nicht etwa aus größerer Entfernung irgendeinen sehr schnellen, kleinen, spitzen Gegenstand fliegen lässt. Ne? Daher, ja, so viel zum Thema Jagd. Apropos Jagd, da können wir gleich mit den Fischen weitermachen. Ich bin ja immer noch kein großer Fischexperte, überhaupt nicht. Und kann eigentlich im Grunde nur nach ein wenig Literaturrecherche Folgendes zur Frage, wie viele Fische sind denn in diesem Fluss, beitragen. Nämlich, der Fluss, das haben wir schon ganz am Anfang geklärt, bei der Trinkwasseransprache hat Trinkwasser. Das heißt, es ist sehr sauerstoffreiches Wasser mit sehr wenig Zeug drin, was vielen Kleinstlebewesen als Nahrung dienen könnte. Wenn das anders wäre, dann wäre es auch nicht ein gutes Trinkwasser. Ja, das heißt, dass in diesem Bach also richtig viele Fische vorkommen könnten,
Ja, wäre vorstellbar, wenn es sich zum Beispiel um aufziehende Fische handelt, also die da einfach hochziehen, weil sie dazu ihren Laich gründen wollen und es für die gar nicht mehr so wichtig ist, dass in dem Bach selber besonders viel zu futtern zu finden ist. Denn da ist eben nun mal nicht viel zu futtern zu finden. Das heißt, die kleinen Fischlein, die da unterwegs sind, die paar, die man in den 14 Tagen da gesehen hat, das hat Joe ja auch schon verraten, dass das im Grunde nur ganz wenige Fischsichtungen waren und die Fischsichtungen, die dabei waren, waren nur sehr, 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 sehr klein. Das ergibt für mich, aber wie gesagt, ich kenne mich unterhalb der Wasserkante nicht mehr aus mit der Natur. Da habe ich nur so ein bisschen rudimentäres Grundwissen. Und ja, aber für mich ergibt das schon Sinn. Wie sollen da ein Haufen Fische vorkommen? Wie gesagt, außer es sind hochziehende Fische, die da durchziehen, weil sie da oben irgendwie ihren Laich gründen wollen. Klassisches Beispiel, Lachs. Den gibt es da nicht. Und das habe ich jetzt mir inzwischen sagen lassen bzw. recherchiert, kann es da auch gar nicht geben. Größere Fische wäre schwierig bzw. Fische, die durchziehen, wäre schwierig, weil der Lindesfluss da offenbar gar nicht irgendwo am Meer ankommt. Ja, also der versiegt wohl teilweise zwischendurch, weil es da irgendwelche Wehre oder sonst was in die Richtung gibt. Also heißt, da gibt es gar keine Möglichkeit für einen Fisch von weiter weg da rein zu migrieren sozusagen. Ja, und damit kann da eigentlich im Grunde nur ein Fisch drin sein, was da geschlüpft ist. Und was da geblieben ist und was da geschlechtsreif geworden ist, um dann wieder für Nachwuchs zu sorgen. Also ein Zuzug ist nicht möglich. Teilweise können Fische natürlich auch über dem Landweg in Form von Eiern, gibt es, ist aber selten, zum Beispiel über Gänse, bei denen Eier im Gefieder hängen bleiben und dann auf dem Wege irgendwie ins neue Wasser eingetragen werden. Das soll es wohl geben, habe ich mir sagen lassen. Aber nochmal, ist sehr, sehr selten und das bedeutet, das erklärt, warum die Fischdichte in diesem Gewässer nur sehr gering eigentlich nur sein kann. Ja, da kann gar nicht furchtbar viel drin sein, insbesondere wenn man das weiß, dass ein von unten hochschwimmen in diesem Fall quasi ausgeschlossen ist. So, das bedeutet leider, dass die Chancen auf Jagderfolg, zumindest konventionell, also sowohl fischend als auch schießend, eher sehr gering ausfallen dürften, beziehungsweise man müsste dann schon sehr viel Zeit auch da rein investieren. Und jetzt kommt dann irgendwo der Punkt, wo zu viel Zeit zu investieren einfach keinen Sinn mehr macht. Das ist natürlich dann interessant, wenn man nichts anderes zu tun hat und nicht still sitzen kann. Dann muss man sich irgendwie beschäftigen, dann kann man zum Beispiel jagen gehen. Klar, ja, wenn das wichtig ist für den Kopf und dringend erforderlich, okay. Ja, wenn du es aber schaffst, dass dein Kopf auch damit klarkommt, dass du jetzt 3 Tage rumhockst, dann wäre es in einem Survival-Szenario wohl möglich, auch eine Option, tatsächlich 3 Tage rumzuhocken, je nachdem, was für ein Szenario. Wenn wir davon ausgehen, dass wir garantiert nie gerettet werden, ist 3 Tage rumhocken, 3 Tage verhungern. Ja, das kann trotzdem nötig sein, weil das Wetter einen dazu zwingt, dass man jetzt einfach jetzt rauszugehen, wenn man zum Beispiel eine schöne Hütte hätte, dass das dann so gefährlich und so, ja, kalt und kräftezehrend wäre, dass 3 Tage rumhocken tatsächlich die erheblich bessere Idee wäre, zumal die Chance auf rausgehen bei Kackwetter, dass dabei irgendwas Gutes bei rumkommt, irgendwelche neuen Ressourcen erschlossen werden, ist sehr, sehr, sehr gering. Ich meine, was soll das? Kannst du bei Regen Bogen schießen? Nicht wirklich. Dann wird dir die Sehne nass, das ist auch nicht gut. Auch wenn die gewachst ist, ist ein bisschen schwierig. Schießen, wirklich gut schießen kannst du auch nicht. Ja, also habe ich mir sagen lassen. Ich selber, ich habe ein bisschen Bogen geschossen. Klar, natürlich habe ich mal im Laufe meines Lebens ein bisschen Bogen geschossen. Würde ich irgendein Tier treffen, mit ganz viel Glück vielleicht, wäre das ein Schuss, den ich riskieren würde, wenn ich begrenzt Pfeilspitzen habe? Auf keinen Fall, niemals, auf gar keine und unter gar keinen Umständen. Also es wäre völlig hoffnungslos, wenn ich versuchen würde, mit dem Bogen auf die Jagd zu gehen. Mit einer Zwille könnte man versuchen, weil ein Fehlschuss tut nicht weh, außer dass das Tier dann abbaut. Aber wäre halt immer die Frage, wie viele Ressourcen setzt du ein, ja? Wie lange läufst du rum, wie viel Energie verbrauchst du für einen möglichen Jagderfolg und wie hoch ist die Chance, dass du diesen möglichen Jagderfolg dann überhaupt hast. Ja, das ist halt die entscheidende Frage. Geringe Chance auf Erfolg mit 100% Sicherheit, dass man viel Energie dafür verbrauchen wird,
ja, da muss man sich schon gut überlegen, wie viel Zeit und Energie man in Jagen gehen dann investiert. So. Und im Einzelfall muss das dann letzten Endes jeder selber wissen, muss seine eigenen persönlichen Fähigkeiten und seine persönlichen Chancen, dass es zu einem Jagderfolg kommt, eben korrekt einschätzen können. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das hier sehr, sehr schwierig gewesen ist. So, also wer zu meinen Fischausführungen gerne noch was ergänzen möchte, darf das in den Kommentaren selbstverständlich sehr gerne tun, weil, ne, außer dass ich solche Fischschilder hier, das ist unser wunderbarer Lachsweg, ganz toll, ganz neuer Wanderweg mit vielen tollen, wirklich tollen Infoschildern. Ich mag den total gerne. Ich habe ihn noch nicht ganz gelaufen, aber er ist toll. So, wie auch immer, jedenfalls, wer da noch was ergänzen möchte, darf das selbstverständlich gerne tun. Aus dem gleichen Grund, dass wir vermutlich wenig Fisch überhaupt im Fluss haben, lohnt es sich dementsprechend auch nicht unbedingt den Arbeitsaufwand für eine Fischreuse oder sowas in die Richtung, irgendwelche Nicht-Angel-Fischfanggeräte zu betreiben, weil, ja, würde auch entsprechend viel Energie kosten. Oh, das ist immer Kosten-Nutzen-Faktor bzw. Kosten-Risiko-Faktor. Sollte man im besten Fall in einer Survival-Situation immer im Hinterkopf haben, bevor man irgendwas tut, sich kurz darüber klar zu werden, was bringt mir das jetzt im besten Fall? Was bringt mir das wahrscheinlich? Und wie ist die Chance für das bestmöglichste Ergebnis oder überhaupt irgendeinen Erfolg im Vergleich zum Kostenfaktor, den ich in jedem Fall unbedingt haben werde. Wenn ich auf den Berg steige, besteht die Chance, dass auf dem Berg das goldene Nottelefon steht. Ja? Oder ein Stapel Handtücher mit dem Wissenden des Gipfels, der wissen möchte, welcher davon, zwei Stapel Handtücher natürlich, welcher davon mit Olympia gewaschen ist. Dem Weichmacher der Götter. Gut, wie auch immer. Das war das heutige Asterix-Zitat. Jedenfalls haben wir da in jedem Fall enormen Energieaufwand und nur sehr geringe Chance, dass uns das irgendwie weiterbringt. Und so verhält es sich halt in vielen Fällen eben auch mit der Jagd, auch mit dem Holen von Koffern oder mit dem Holen von Rucksäcken, nachdem ja inzwischen schon so ein bisschen klar sein sollte, nach welchem Prinzip die bepackt sind, ein Haufen Ramsch und ein bis zwei halbwegs nützliche Gegenstände. Ja? Und vielleicht noch so ein bisschen was, was, na sagen wir mal, minimalsten Nutzen hat, wie zum Beispiel die blöden Schutzbrillen. Ne? Die lustigen Hawaii-Bändchen in bunt, weiß ich nicht. Haben die Nutzen? Ich glaube eher weniger. Ja? Gut, übrigens diesbezüglich der Huge, nein, jetzt nicht mehr Huge, sondern jetzt nur noch Uwe, weil zu diesem Zeitpunkt ist Hugo ja schon draußen, der auf seine Koffermission geht, auf den Berg. Und mehr auf den Berg kriecht als geht. Selbstverständlich hat man da wenig Energie, gar keine Frage. Ich will da auch in keinster Weise meckern, schon gar nicht beim Uwe, sonst verhaut er mich. Aber was man da sehr schön beobachten kann, der Mann hat ja wirklich kaum Körperfett, wie man dann auch bei seinem kurzen oberkörperfrei Striptease, der da irgendwo zu sehen ist, mal bewundern darf, dass da wirklich kaum Körperfett an dem Kerl dran ist. So, für langfristigen Hungerstoffwechsel brauchst du bekanntermaßen, hatten wir ja schon drüber gesprochen, zwei Dinge. Erstens Protein, das hat jeder Mensch, sonst gäbe es ihn nicht. Zweitens Fett, das musst du nicht zwingend, also du solltest schon gesunderweise einen gewissen Fettprozentsatz Körperfett mit dir herumtragen. Das sollte schon ein wenig was sein. Das wäre wirklich sehr, sehr gesund und zielführend. Aber brauchen, naja, man kann da schon mit sehr, sehr, sehr geringen Mengen von Fett tatsächlich auskommen. Und wenn man dann bereit ist, das zu tun, um so auszusehen wie ein Uwe zum Beispiel, dann hat das natürlich zum Nachteil, dass das bisschen Fettreserve, das man da noch hat, relativ schnell aufgebraucht ist. So, und damit bist du zwar theoretisch im Fettstoffwechsel, also in der Ketose, was der Joe ja von Anfang an schon sich hineinversetzt hat, um eben einen kleinen unfairen Vorteil zu haben, damit es eben kein Energietief nach Tag 3 oder 4 ungefähr gibt.
Diese Ketose benötigt allerdings Ketonkörper. Ketonkörper sind ja quasi die Ersatzzuckermolekülchen, die fürs Gehirn notwendig sind und für die Muskulatur, um einigermaßen schnell Energie zur Verfügung zu stellen. So, und diese Körperchen bestehen letzten Endes aus Fett. Den kann man also aus dem reinen Fettstoffwechsel heraus bilden. Hat man genug Fett, kann man auch viele Ketonkörper bilden und damit vielleicht keine Leistung spitzen. Also Sprint wird schwierig, Marathon laufen, theoretisch irgendwie möglich vielleicht. Ja? Also ich kann es nicht, um das gleich mal klar zu machen. Aber rein physiologisch wäre das für manche Menschen, die besonders den Hang zur Ketose haben, in deren Körper diese Ketose gut funktioniert. Ja, das ist auch nicht bei jedem so. Die können dann doch da sehr viel Energie noch rausziehen und tatsächlich vollleistungsfähig ist ein schwieriges Wort, aber sehr leistungsfähig für ihre individuellen Verhältnisse bleiben. So, aber dafür brauchen sie halt auch genügend Speck, dass auch genügend Ketonkörper gebildet werden können. Daher meine Theorie, eigentlich nur Hypothese, weshalb der Uwe wirklich so am Abkacken ist, um es mal deutlich zu formulieren, was überhaupt nicht schlimm ist und was ich sehr nachvollziehen kann beim Versuch, diesen Koffer zu holen, was er ja auch durchzieht, großen Respekt davor, ja, könnte daran liegen, dass ihm schlicht Fett fehlt. Das heißt, sein Körper läuft 100%, nein, nicht ganz, aber doch zu sehr, sehr großen Anteilen schlicht auf Protein. Da dürfte also einiges an Muskulatur weg gewesen sein, als er dann nach Hause kam. Und er befindet sich vermutlich jetzt in der Massephase oder wie auch immer die Fitfluencer das dann nennen, wenn sie gerade versuchen, dickere Muskeln aufzubauen. Ja, jedenfalls, das ist schon ein Problem bzw. ein Nachteil. Einerseits friert er, hat inzwischen auch gesagt, er hat jede Nacht ein bisschen gefroren, obwohl er eigentlich einen passenden Schlafsack hat. Aber klar, woher soll die Wärme kommen? Selbst wenn du nur aus Muskel bestehst, der Muskel muss auch arbeiten können. Und das kann er eben nur sehr begrenzt, weil hier wirklich nur wenig Fettreserve vorhanden ist. Also bei einer Statur wie beim Uwe muss man sich wirklich relativ bald Sorgen drum machen, dass der kaputt geht, weil er einfach viel zu wenig Energiereserve für längere Fastenphasen dabei hat, sozusagen. Ja? Also da muss ich jetzt mal uns Menschen mit überdurchschnittlich ungesunden Energievorrat, naja, was heißt ungesund, kann man sich jetzt kloppen. Wenn wir 80 Jahre alt wären, wäre ein bisschen Fett nach neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen sogar eine gute Sache. Wenn du also es schaffst, 80 zu werden und dann noch ein Bäuchlein hast, ist das eher was Gesundes. So in mittleren Jahren muss es eigentlich nicht sein, ne? Aber egal. Kann sein, ja, mit allen damit einhergehenden Nachteilen wie Herzinfarktrisiko und so ein Zeug, ja, wissen wir alle. Wie auch immer, jedenfalls hat es aber auch eben Vorteile, falls man sich spontan in eine Hunger-Survival-Situation begeben muss. Aber das habe ich schon an anderer Stelle nochmal recht ausführlich dargelegt. So, dann ist der Hugo raus. Warum ist der Hugo raus? Weil der Hugo nichts gesoffen hat. Und weil der Hugo nichts gesoffen hat, also eigene Aussage, medizinische Diagnose von irgendeinem Arzt, haben wir ja noch nicht gehört. Vielleicht kommt das eines Tages, vielleicht auch nicht. Auch ich finde das überhaupt nicht lustig, dass das Behind the Scenes einfach plötzlich Pause gemacht hat und jetzt Themen kommen, die mit dem, was gerade dringend wäre, nämlich gerade das Hugo ist weg, zack, liegt im Krankenhaus, alles weitere erfahrt ihr dann im Behind the Scenes in 36 Wochen. Finde ich auch ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Also diese Kritik kann ich voll und ganz nachvollziehen. Die Behind the Scenes Folgen sind ja interessant, aber dass man da bei dem Budget, was da herrscht, nicht rechtzeitig mit dem Schneiden hinterhergekommen ist oder welche Gründe es auch immer gegeben hat, dass da so diese Lücke jetzt drin klafft, verstehe ich beim besten Willen nicht. Ja, aber gut, sei es wie es sei, er selber sagt, er hätte zu wenig getrunken und hatte irgendwelche Leberwerte, die nicht in Ordnung waren. Was das genau gewesen ist, keine Ahnung, wissen wir nicht. Zu wenig getrunken, kann ich nachvollziehen und nennt mich Prophet, aber das habe ich ja schon von vornherein durchaus angemerkt, dass da zu wenig getrunken wird. Ja, insbesondere, wenn man eben nur dieses nicht so toll schmeckende Wasser hat und man sich dann da wirklich zwingen muss, dieses nicht so toll schmeckende Wasser zu trinken. Meine Methode, wenn ich nur noch Wasser trinken kann und mir die Cola ausgegangen ist, besteht darin, dass ich, wann immer ich wann immer ich an einem Bach vorbeikomme und wenn ich die ganze Zeit am Bach entlang laufe, dann halt alle 2 Stunden, circa kurz zum Bach,
die Ready-to-Use-Tasse, die man dann per Karabiner zum Beispiel am Tragegurt vom Rucksack befestigt hat oder außen am Rucksack oder sonst irgendwie, aber eine Ready-to-Use-Tasse griffbereit haben oder eine Ready-to-Use kleine PET-Flasche, das ist scheißegal, irgend sowas halt, und voll machen und austrinken. Und dabei wichtig, dass das Ready-to-Use-Gefäß bitte ein gewisses Grundvolumen haben muss, damit man da eben auch eine vernünftige Menge zu sich nimmt. Ist das Wasser dann arschkalt? Ja. Aber das Schöne ist, solange man unterwegs ist, ist man gerade auf Körpertemperatur, ordentlich oben, und dann ist das auch in Ordnung. Dann kann man das auch gut wegschlürfen und dann ist es bei einmal gluck, 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 gluck und runter, also auf Ex, auch nicht so wichtig, ob das Wasser schmeckt oder nicht schmeckt, ja, weil ich halt eben auch überhaupt keinen Spaß dran habe, nur Wasser zu saufen. Und das Problem, dass man dann zu wenig trinkt, weil es einem nicht schmeckt, voll und ganz nachvollziehen kann. Ja, habe ich 1:1 genauso. Nur, ja, ich achte halt dann trotzdem, wenn ich auf Tour bin, drauf. Das ist so einer meiner Tricks, die für mich funktionieren. Kann man auch anders machen, selbstverständlich. Ist lediglich, was für mich funktioniert. Und im Lager halt so, dass ich ab Ankunft beim Lager noch mindestens 2 bis 3 Mal pinkeln gewesen bin, sofern ich nicht unterwegs sehr viel pinkeln war, weil ich sehr viel an Bächen vorbeigekommen bin. Und einfach damit man guckt, dass man genügend pinkelt. Im besten Fall sollte so grob 5 bis 6 Mal pinkeln gewesen pro Tag im Outdoor-Einsatz, wohlgemerkt. Ja? Wie das ist, wenn man dazu noch nichts isst, das weiß ich nicht. Dann sollte man eben aufgrund von Mineralienmangel besonders viel trinken, auch nicht wieder zu viel trinken. Das ist nämlich der Kack. Ja? Einerseits sollst du trinken, um Mineralien zu dir zu nehmen, weil ja im Wasser Mineralien gelöst sind und was anderes als Wasser du ja nicht konsumierst, wenn du nichts zu fressen hast. Gleichzeitig, je mehr du trinkst und je mehr du pinkelst, desto mehr Natrium du verlierst. Und Natrium ist, und das ist übrigens auch falsch bei diversen Behauptungen zu Aschewasser, ist ja furchtbar gefährlich, dass man gar keinen Mineralienmangel bekommen könne in 14 Tagen, ist falsch, Natriummangel schon. Für alle anderen Mineralien stimmt das mehr oder weniger. Von mir aus auch Natriumchloridmangel, das nimmt sich sowieso nichts, gibt beides nicht ohne das andere, nicht nennenswert. Aber ja, Natriummangel kann sehr wohl ein Thema sein. A, wenn man viel schwitzt. B, wenn man viel Wasser trinkt, nur Wasser, dann kann das durchaus zu einem Natriummangel kommen. Das heißt, wenn man nur Bachwasser als Mineralienquelle zur Verfügung hat und davon viel trinken muss und dabei noch viel schwitzt, dann kann es auch wirklich notwendig, nicht nur vielleicht nicht schädlich oder nicht, also was heißt nicht vielleicht, sondern hochwahrscheinlich nicht schädlich. Es besteht übrigens ein minimales Risiko, um das nochmal kurz anzuknüpfen an das, was ich letztes Mal erzählt habe, dass an jedem beliebigen Ort der Erde durch einen unglaublich unwahrscheinlichen Zufall trotzdem Schwermetalle eingetragen worden sind, weil irgendeine zum Beispiel radioaktive Wolke darüber mal ausgeregnet ist. Zum Beispiel. Oder ein Langstreckentransportprozess wie Sahara-Staub Schwermetalle da angeschleppt hat. Ja, das ist rein statistisch möglich, aber vorher hast du 6x6 richtige im Lotto, ne? Wenn du gar nicht spielst. So wahrscheinlich dürfte das in etwa sein. Nein, das ist übertrieben, aber es ist hochgradig unwahrscheinlich und ich persönlich bin der Meinung, wenn wir jedes noch so winzige Risiko unbedingt immer ausschließen wollen, dann müssen wir uns mit 2 Kissen in irgendeine gummimäßig gepolsterte Ecke zurückziehen und da die ganze Zeit in Embryonalstellung hocken und vor uns hin wimmern, weil alles andere könnte gefährlich sein. Ja? Vor allem das Leben. Das Leben ist das Lebensgefährlichste, was man überhaupt machen kann. Ja, darf man nicht vergessen. Das ist jetzt zwar ein Whataboutismus, dieses Argument, aber es geht mir sowas von auf den Sack, wenn man bei jedem noch so winzigen Risiko, oh nein, ein winziges Risiko, schnell, lauft nach Hause und versteckt euch im Bällebad. Oder ruft Mutti an, damit sie euch abholt, weil die anderen böse zu euch gewesen sind. Fies, ja, ich weiß. Gut, wie auch immer, jedenfalls
da hört es bei mir persönlich auf. Und das ist, glaube ich, nicht der Wanderweg, wo ich hier gerade lang laufe. Nein, ist er nicht. Ja, könnte er aber sein. Ja, wenn man zu viel quatscht. Gut, jedenfalls zurück zur Frage der Mineralienaufnahme. Also da kann es tatsächlich zu einem Natriummangel eben durchaus kommen, wenn man viel Wasser säuft und viel aufs Klo geht und eben auch absichtlich viel Wasser säuft. Und dann kannst du dir halt aussuchen, wenn du nicht viel Wasser säufst, dann kriegst du vermutlich keinen Natriummangel. Dafür scheidest du dann aber aus, weil du dehydriert bist. Ja, zum Beispiel. Da muss man immer gucken, was bringt einen. Deswegen auch diese wichtige Regel, treat what kills you first oder so ähnlich. Also kümmere dich immer um das Zeug, was zunächst zum Problem wird. Manchmal bedeutet das, dass man anderweitig ungesunde Dinge tun muss, um unmittelbar tödliche Dinge abzuwenden. Wie zum Beispiel Kohle fressen. Ne? Habe ich aber auch letztes Mal schon erklärt. Wenn du eine Pflanzenvergiftung hast und Holzkohle möglicherweise hilft, dann solltest du nicht, nein, Holzkohle könnte polyaromatische Kohlenstoffverbindungen beinhalten, die krebserregend sind. Da sterbe ich jetzt lieber, als dass ich das Risiko eingehe, dass ich in 10 Jahren, von mir ist auch in 20 oder 30, möglicherweise ein 0,001% höheres Krebsrisiko habe. Ja, entsprechend, wie gesagt, mich nervt. Aber das muss jeder natürlich selber wissen, wenn du persönlich unglaublich davon getriggert wirst, dass Aschewassersaufen mit einem verschwindend geringen Prozentsatz, je nachdem, wo man das tut, nochmal, ja, das ist ganz wichtig. Also es gibt schon Ecken, da ist Aschewasser pures Gift, aber eben in den meisten Regionen, insbesondere nicht industrialisierte, irgendwo draußen im Nirgendwo-Region, die Part, die der Planet noch hat, da ist Aschewassersaufen, darf ich wieder nicht, kein Problem sagen, sondern das ist immer das Problem. Ne? Wir Wissenschaftler lernen eigentlich, oder wir wissenschaftlich Ausgebildeten, im Konjunktiv. Sprich immer schön im Konjunktiv. Sage niemals einen Satz, der nicht im Konjunktiv ist, weil in dem Moment machst du ja eine absolute Aussage. Und absolute Aussagen sind für Empiriker ja eigentlich nicht zulässig. Aber so sehr im Elfenbeinturm der Wissenschaft hocke ich dann halt eben auch nicht. Im Gegenteil, ich hocke da eigentlich gar nicht drin, außer von der Ausbildung her, dass ich unbedingt wegen jedem Scheiß immer ein es könnte sein, kann dazu führen, besteht das Risiko, besteht die Chance und niemals ein so ist es und so ist es nicht, niemals Absolutismen verwenden. Ja, das kriege ich persönlich sprachlich nicht hin. Ich gebe mir Mühe, immer einen gewissen Konjunktiv beizubehalten, aber irgendwo muss dann auch mal Klarheit sein, finde ich. Beziehungsweise, wenn das Risiko eben verschwindend gering ist, dann macht es auch keinen Sinn, so zu tun. Also müsse man sich jetzt um dieses Risiko furchtbar große Sorgen machen. Ja, da kommen wirklich total schwierige Irrglaube-Geschichten bei rum, wie zum Beispiel die Chance, vom Wildschwein gefressen zu werden im deutschen Wald. Existiert die? Ja. Ist die groß? Nein. Sollte man deswegen nach Möglichkeit nie in den Wald gehen? Nein. Beziehungsweise, wenn ihr nicht in den Wald gehen wollt, müsst ihr nicht, zwingt euch keiner dazu. Aber Angst vorm Wildschwein ist kein Grund, nicht in den Wald zu gehen. Jedenfalls kein nachvollziehbarer, meine ich. Aber so Leute gibt's, die wegen Angst vor Wildschwein nicht in den Wald gehen. Übrigens, ich bin letztes Mal hier, also ich bin ja bei der letzten Nachbesprechung von der letzten Staffel von Seven vs. Wild genau diesen Weg hier gelaufen, mit dem kleinen Unterschied, dass ich da erheblich früher umgegräht bin und diesmal laufe ich weiter und muss jetzt einen ziemlich hohen Berg hoch. Ja? Deswegen werde ich jetzt langsam, damit ich beim Berg hochgehen, der ist übrigens auch ziemlich steil, das ist schon ziemlich steil, ne? Das täuscht in der Kamera immer ein wenig, aber ja, damit ich eben beim Berg hochgehen noch was erzählen kann, muss ich jetzt schön langsam machen. Sonst geht mir dann tatsächlich die Luft aus, auch wenn das besser ist als auch schon. So, ja, also das nochmal dazu. Jetzt sind wir von irgendeinem Thema abgekommen, genau, Hugo, der ausgeschieden ist. Was auch noch viel diskutiert wird, was hätte man denn mit dem Hugo, der da am Heulen, Spucken, Schluchzen, Verzweifeln ist, was durchaus jeder von uns mal war
Und wenn nicht, dann herzlichen Glückwunsch, kommt wahrscheinlich noch. Das ist völlig legitim und nichts, wofür man sich schämen müsste. Insbesondere in einer gesundheitlich angeschlagenen Situation. Selbst wenn, und das ist jetzt nur eine Hypothese, das psychosomatisch verstärkt gewesen sein sollte. Wenn ich weiß, was psychosomatisch ist, du hast ein gesundheitliches Problem, hast Angst davor, dass das schlimmer wird, zum Beispiel aus Angst, und deswegen wird es von dir empfunden viel schlimmer, weil du dich reinsteigerst. Ja? Also du vergrößerst das Problem durch den Kopf in gewissermaßen. Ja? Ich neige da auch dazu, mein Vater hatte das ganz, ganz stark, Riesenproblem. Da hat man ihm dann irgendwann, dankenswerterweise hat er seinem Arzt vertraut, ja, wie ich zu dem Zeitpunkt bereits feststellen konnte, also wirklich, da war mein Vater schon in einem Alter, wo die rationale Entscheidungsfindung etwas nachlässt bei vielen Menschen. Ja? Wird auf uns auch zukommen. Ich befürchte auch auf mich, habe ich so gar keinen Bock drauf, aber das Los werden wir alle durchmachen müssen. Wenn wir das Glück haben, alt zu werden, dann ist das nicht immer schön. Ich finde es daher wichtig, solange man noch nicht alt ist, das zu wissen und zu respektieren. Das ist eine Phase, die wir alle mal durchmachen werden. Es sei denn, wie gesagt, wir sind vorher Motorradfahrer gewesen oder sowas. Zum Beispiel. Gut, wie auch immer. Oder Survivor, not Survivor. kann man jetzt viele böse Beispiele bringen. Ja. So, jetzt habe ich den Faden verloren und deswegen quatsche ich über eine alte Szene einfach nochmal drüber. Was ich sagen wollte bei psychosomatischen Erkrankungen, da hilft dann halt eben teilweise auch einfach ein Placebo, sofern du dann eben sehr vertraust demjenigen, der dich da behandelt. Oder das muss ja nicht zwingend ein Arzt sein, ne? Das kann auch einfach eine liebe Person sein, Schwester, Bruder, Tante, Onkel, Mutter, Vater, keine Ahnung, Geliebte, was weiß ich. Hauptsache jemand, dem du da einfach vertraust, dass der, die das schon wissen wird, was dir jetzt gut tut und dir dann eben entsprechend was verpasst, was du dann als heilend wahrnimmst. Ne? Drum, weil das funktioniert mit diesem Vertrauensverhältnis und so weiter und so fort, kann das auch sogar eben bei Tieren vorkommen, dass die durch liebevolle Behandlung von Herrchen beim entsprechend starken Kontakt zum Menschen auch gesundheitliche Vorteile zum Beispiel daraus ziehen können, wenn sie dann krank sind. Ja, also das ist ganz wesentlicher Aspekt, der gerade in Survival-Situationen sehr wichtig ist, das im Hinterkopf zu behalten, weil das eben auch was ist, was wir immer, egal wenn wir, auch wenn wir nichts haben, sowas können wir immer einsetzen, um möglicherweise gesundheitliche Probleme ein bisschen zu behandeln. Ne? Also der Placebo-Effekt ist schon ein sehr, sehr mächtiges Tool, insbesondere eben, wenn man sonst nichts zur Verfügung hat. Und im konkreten Beispiel, was ich eben noch erzählen wollte, da gab es dann halt so irgendwelche Tropfen vom Arzt, die vermutlich so gut wie gar nichts bewirkt haben, aber wegen jedem Mist eingesetzt werden mussten, um eben ja gefühlte Besserung mit sich zu bringen. Das heißt, da ging es besser, obwohl medizinisch gesehen im Grunde nicht viel passiert ist. So, das wollte ich einfach nur noch schnell zu Ende erzählen, weil da war der Faden dann wirklich völlig weg. Konkretes Beispiel, anderes kommt dann gleich. Psychosomatische Erkrankung im Fall vom Hugo, vermutlich sowas in die Richtung einer Panikattacke. Und ich kann dazu folgenden Schwank aus meiner, ja, Jugend ist übertrieben, aus meiner jüngeren Erwachsenenphase beitragen, als ich eben Gruppenleiter einer Trekkingtour gewesen bin. Da hatten wir eine Teilnehmerin dabei, die aus unerfindlichen Gründen bei mäßiger Belastung, also objektiv mäßiger Belastung, also sowas wie 12 Kilometer Tagesdistanz mit moderatem Gepäck, maximal moderat. Schwerer war das auf gar keinen Fall. Ja, bei dieser Belastung eben schon gegen Ende des Tages dazu geneigt hat. Da kann sie auch nichts dafür und das will ich ihr in keinster Weise vorwerfen. Sie wird sowieso nicht mitbekommen, dass ich das jetzt erzähle. Kann ich mir nicht vorstellen. Wobei, Zufälle gibt's, egal. Jedenfalls hat sie dann vermutlich aus heutiger Sicht Panikattacken bekommen. Was haben wir da gemacht? Wir haben sie ganz lieb Wasser trinken lassen.
Wir haben sie ganz lieb Kohletabletten fressen lassen, weil da das eine war, was wir im Erste-Hilfe-Set hatten, was wir quasi bedenkenlos auch als Placebo zweckentfremden konnten. Bedenkenlos ist relativ, ne? Also wenn du 20 Kohletabletten frisst, dann hast du Verstopfung. Aber auch bei kleineren Mengen kann es da auch schon zu Problemen kommen. Aber so eine Kohletablette oder eine halbe, was wir ihr dann gegeben haben, das sollte normalerweise zu keinen allzu großen Schäden führen. Ja, die war dann einfach fertig. Die hat geheult, die hat Krämpfe gekriegt, hat gezittert. Im Grunde genau dasselbe, wie wir es beim Hugo sehen. Jetzt bin ich überhaupt nicht in der Lage, qualifiziert festzustellen, ob das dasselbe ist, was der Hugo in dem Moment hatte, ob das eine Panikattacke ist, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, das könnte sowas in die Richtung gewesen sein. So, und dann kümmert man sich um die Leute und ist lieb zu den Leuten und wartet, bis die Leute sich wieder ein bisschen beruhigt haben. Und ich weiß nicht, ob das richtig war, was wir damals gemacht haben. Ich war ja nicht der einzige Teamleiter, ne? Aber wir haben dann schon versucht, sie einfach aufzumuntern und sie auch mit Hoffnung diesbezüglich auszustatten, dass wenn es nicht mehr geht, dann kannst du zur Not auch nach Hause. Also wir hatten auch ein Rettungsnetz sozusagen, mit dem man jemanden wieder losgeworden ist, der nicht mehr mitmachen konnte, was nicht Sinn der Veranstaltung gewesen ist, aber die Möglichkeit gab schon. War dann am Ende auch nötig. Aber nichtsdestotrotz, mit etwas gut zureden und lieb sein und Placebo, Wasser und Placebo, Kohle und ihr quasi sämtliches Gepäck wegnehmen und ganz lieben anderen Gruppenmitgliedern ihr gegenüber haben wir sie dann wieder weitergekriegt, noch ein paar Tage lang. Das ging von Tag 1 los und hat, glaube ich, 4 Tage gedauert, bis sie dann so weit durch war, dass sie nach Hause musste. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das mit eine Rolle gespielt haben wird. Das sagt der Hugo, glaube ich, in irgendeinem Kommentar zum Geschehen auch selber, dass da vielleicht Panikattacke dabei gewesen ist. Ist überhaupt nicht schlimm. Ja, braucht man sich in keinster Weise für schämen. Ich hatte sowas kurz davor, hatte ich auch schon mal. Kurz davor, weiß nicht, vielleicht war es das auch schon. Selbstdiagnose immer schwierig. Also kann jedem passieren. Ist wirklich nichts, weshalb man sich schämen müsste. Nur so meine Theorie. So, hier ist die Frage. Muss man jetzt, sobald es dem Hugo schlecht geht, sofort den roten Knopf drücken? Oder versucht man erstmal rauszufinden, was dem Hugo überhaupt fehlt und ob man dem Hugo ein bisschen helfen kann? So, und das ist schwierig. Ich glaube, da gibt es eigentlich kein richtig oder falsch, sondern nur entweder machst es halt so oder du machst es so und dann hoffst du halt, dass dabei was halbwegs Brauchbares bei rumkommt, ne? Denn drückst du gleich den roten Knopf, kann dir hinterher vorgeworfen werden. Also angenommen, ich wäre jetzt dabei gewesen. Statt Joey Kelly zum Beispiel, hat bei dieser Situation jetzt relativ wenig gesagt. Daher wirkt er etwas unsichtbar und daher könnte man ihn theoretisch gegen mich austauschen. So, was hätte ich dann gemacht? Erstens, vermutlich auch auf den Joe gehört. Zweitens, beigetragen, dass das schon nicht so schlimm ist und auch dem Hugo noch ein wenig die Schulter getätschelt oder irgend sowas in die Richtung und dass man das nachvollziehen kann und vielleicht auch noch irgendeinen blöden Schwank, hatte ich auch schon, dazu abgegeben. Mein inzwischen im Ruhestand befindlicher Hausarzt über sehr viele Jahre, egal was man hatte, er hatte es auch schon. Und das war immer so toll, also der Mann hatte Sozialkompetenz 10 von 10. Es ging dir sofort besser, wenn du bei ihm raus bist. Nicht, weil es dir tatsächlich besser ging, sondern weil er ein paar dumme Witze erzählt hat und grundsätzlich wusste, was du hast, weil das hatte er auch schon 20 Mal und egal was, völlig egal, muss der krankeste Mensch aller Zeiten gewesen sein, ist dir in dem Moment scheißegal, dir geht's besser, du fühlst dich verstanden und bist geheilt, in Anführungszeichen, wenn du da rausgehst. Und das hätte ich, glaube ich, sowas in die Richtung auch versucht. Und dann hätte ich versucht, sobald der Hugo wieder einigermaßen ansprechbar ist, eben von ihm zu erfahren, ob er einen roten Knopf drücken möchte. Sobald es einigermaßen wieder im Kopf funktioniert, ja, dass dann eine solche klare Äußerung, ob Ausstieg, ja, nein. Und in dem Moment, wo er sagt, ja bitte,
dann kann man auch drücken. Das ist ja auch so passiert. Hätte das früher passieren wollen sollen? Keine Ahnung. Kann ich beim besten Willen nicht sagen. War nicht dabei. Wir sehen da nur, was gefilmt wurde. Ist es schlimm, dass gefilmt wurde? Finde ich nicht. Das gehört dann schon auch dazu. Und alle sind ja damit einverstanden gewesen, dass da jeder Pups gefilmt wird. Hugo selber hat auch kein Problem damit. Und ja, von daher würde ich schon sagen, dass das in Ordnung war, dass sie da mit der Kamera drauf gehalten haben. So, ja, Rettungskette war ganz interessant, das mal zu sehen, was bei Code Red eigentlich passiert. Und dass ich es doof finde, dass wir nicht mehr erfahren haben, wie es Hugo danach ging und er kein Abschlussinterview bekommen hat, wie die anderen, die ausgestiegen sind, ist schon schade. Selbst wenn er eine eigene Behind-the-Scenes-Folge irgendwann mal kriegt, kann ich nachvollziehen, dass er da ein bisschen angepisst ist. So, ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Machen wir einen kleinen Schnitt, dann kann ich bei der Gelegenheit auch noch 3 Höhenmeter zurücklegen. So, dann reden wir nochmal über Sandra und Sandras Ausscheiden. Also, grundsätzlich ist mit Blasenentzündung so überhaupt nicht zu spaßen. Und das ist ein absolut valider Grund, um so eine Veranstaltung aufzugeben. Ja, 100%, insbesondere weil außer Ruhm und Anerkennung gibt es da nichts zu gewinnen. Und ich finde, mit der Leistung, die Sandra gezeigt hat, hat sie sich Ruhm und Anerkennung durchaus auch verdient. Ja, das bei diesen Bedingungen in ihrer dämlichen Leggings durchzuhalten, finde ich durchaus eine sehr, sehr respektable Leistung. Auch wenn sie nicht Anfängerin gewesen wäre, wäre das mit dieser Kleidungswahl durchaus eine sehr, sehr respektable Leistung. Ist natürlich ein bisschen doof, dass sie diese Kleidungswahl so hatte, aber wenn du das so hast, dann hast du das so und dann musst du halt das Beste draus machen. Und das ist der Sandra beeindruckend gelungen, wie ich finde. So, vermutlich auch hier psychosomatisch schlimmer empfundene Blasen, beginnende Blasenentzündung, Harnleiterinfektion vielleicht nicht mal das. Das kann übrigens auch, weiß ich jetzt aus persönlichen Umfeldgründen, auch einfach was sein, dass mit dem pH-Wert was nicht stimmt in der Harnröhre, dass sich das dann so ein bisschen anfühlen kann. Der kann auch zu hoch sein tatsächlich. Dass sich das dann so anfühlen kann, als würde da wohl möglich irgendwie eine Harnwegsinfektion im Anmarsch sein. Und man, wenn man das schon hatte, dann eben entsprechend sehr sensitiv darauf, wenn Frau das schon hatte insbesondere, da sehr sensitiv darauf reagiert. Das ist völlig in Ordnung, selbstverständlich. Nur wissen wir jetzt halt eben auch schon von vorne her, von hier nach hinten raus, das möchte ich einfach auch als Info weitergeben, dass das dann nach ein paar Tagen wieder weggegangen ist, nachdem sie Cranberry-Saft gesoffen hat. Und liebe Frauen, also zumindest, wenn ihr euch an die Wissenschaft halten wollt, Cranberry-Saft hilft nicht bei Harnwegsinfekten. Ja? Schon gar nicht bei schweren. Das ist ein Mythos. Da ist wenig bis gar nichts dran. Ja? Deswegen kann man das Zeug natürlich trotzdem saufen, wenn man das unbedingt möchte. Aber ja, es ist jetzt wissenschaftlich gesehen oder medizinisch nicht gerade erwiesen, dass das besonders wirkungsvoll wäre. Stattdessen hätte sie schon richtige Medikamente gebraucht, wenn da was Ernsthaftes gewesen wäre, wovon offensichtlich das Medic-Team sehr schnell ausgegangen ist, dass das nicht der Fall ist. Und trotzdem, das ist keine Kritik an Sandra, wenn du da dann halt Angst bekommst, dass du sowas in diese Richtung haben könntest, dann ist es natürlich auch legitim, sicherheitshalber die Reißleine zu ziehen. Vielleicht hat es auch anderweitig keine Lust mehr, was nachvollziehbar ist, voll und ganz, ja, auch wenn man starke Raucherin ist und auf Suchtmittelentzug, dann, also das kann ich zwar nicht nachvollziehen, weil ich noch nie von irgendwas richtig süchtig, also mit Entzugsentscheidungen da im Bibabo gewesen bin, jedenfalls nicht, dass ich wüsste, aber ich glaube, dass das relativ schwierig sein kann, zumal sie auch wirklich häufig darüber klagt, dass ihr Nikotin offensichtlich zu fehlen scheint. Ja,
Rettungsmethodik wissen wir dann ja, dass es ihr sofort besser geht in dem Moment, wo sie draußen ist, ist auch ein deutliches Zeichen dafür, dass wir es hier wahrscheinlich auch wieder mit psychosomatischen Symptomen zu tun haben. Oder psychosomatisch heißt ja nicht völlig eingebildet, sondern verstärkt durch Kopf. Ja, also da wird schon auch wirklich was gewesen sein. Das wäre auch kein Wunder bei dem ganzen Hocken auf dem kalten Boden. Vielleicht noch für die männlichen Wesen unter uns. Frauen haben deswegen ein Problem bei Harnwegsinfektionen, weil der Harnleiter viel kürzer ist als bei uns Männlein. Ja? Wir haben da ja noch so eine Extension. Und besagte Extension führt dazu, dass da inklusive möglicherweise noch eine schützende Vorhaut um besagte Extension, die weiterhin das Eindringen von Keimen verhindert. Das ist also erheblich leichter als Mann, keinen Harnwegsinfekt zu bekommen, als als Frau, die da keine wirklich brauchbaren Möglichkeiten hat, das zu 100% irgendwie zu verhindern. Also es geht viel schneller, einfach weil auch die Distanz, die die Mikroorganismen oder Viren zurücklegen müssen, um in die Blase, schlimmstenfalls in die Nieren zu kommen, einfach eine viel, viel kürzere ist. Und wenn ihr jetzt diese komische Geräusche hört, ja, das ist eine Gans, schlicht und ergreifend. Hier gibt es einen halben Zoo. Ich komme hier immer gerne vorbei, wegen der vielen tollen Tiere, die es hier immer gibt. Na? Ja. Hallo. Na? Sind wir aggressiv? Ich muss Gänse grundsätzlich immer gut behandeln, weil ich habe RDS-Daune gekauft. Responsible Down Standard. Unter anderem haben die die Auflage, dass derjenige, der das kauft, jede Goose, die er unterwegs trifft, with kindness treaten muss. Ja, hallo? Ja, nicht aufregen. Ja, ich tue euch nichts. Ja, ne, ich gehe auch wieder weiter. Frohes Weitergansen. So. Ich habe sie hoffentlich mit ausreichend Kindness getweetet. So, jetzt kommen wir ins Dorf. Das ist jetzt dahingehend blöd, dass ich ungern die Quatscht im Dorf mit einem kleinen schwarzen Kasten Rampensau mache. Aber mache ich jetzt trotzdem und versuche einfach ein bisschen schneller vorwärts zu kommen. Ja, also Sandra, da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Dass sie, wie gesagt, so lange durchgehalten hat, finde ich durchaus sehr bemerkenswert und respekteinflößend. Ja, und bei Hugo desgleichen. Ja, also wenn man bedenkt, wie früh er doch schon zu kämpfen hatte und wie sehr es auch der Gruppe gelungen ist, ihn trotzdem noch durchzuziehen, gerade insbesondere auch den beiden Mädels, den Hugo noch mal Kraft zu geben, Durchhaltevermögen zu geben. Aber er war ja auch sichtlich fertig vor der Nacht, in der es ihm dann so schlecht ging und musste auch da sehr, ich sag mal, betreut werden. Ne? Das ist ja auch in Ordnung. Dafür ist man ja auch ein Team und eine Gruppe. Und dann gehört das selbstverständlich auch dazu. Und da haben gerade Sandra und Julia wirklich sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr lieb den Hugo ja umsorgt, sage ich jetzt einfach mal. Finde ich toll. Tolle Leistung. Auch das ist ganz wichtig. Auch das braucht's. Und ja, gehört letzten Endes auch zur langen Liste möglicher nützlicher Fähigkeiten, die man für Survival-Unterfangen durchaus gut gebrauchen kann. Ja, das ist eine ganz lange Liste, was da alles nützlich sein kann. Hängt natürlich auch stark von der Situation ab. Ist man alleine, dann braucht man natürlich keinerlei Social-Fähigkeiten. Ist man nicht alleine, dann werden sie ganz hilfreich. Sie können sogar entscheidend sein, wie wir ja gerade bei allem, bei aller Negativität in der aktuellen Staffel sehr schön lernen können, dass das Ganze wichtig ist, nicht nur forciert Einzelkämpfer zu sein, beziehungsweise wenn man Einzelkämpfer sein möchte, dann muss man trotzdem auch lernen, wie man bei notgedrungenem Aufenthalt in einer Gruppe da das Beste für sich draus macht. Man muss ja nicht bei jedem Späßle mitmachen,
man kann auch schon irgendwie eine gewisse Außenseiterrolle einnehmen, aber dann halt eine respektvolle und eine, mit der alle leben können. Und das zumindest muss man, auch wenn man keine Sozialfähigkeiten hat, vielleicht, oder die einem einfach nicht gegeben sind, jeder ist anders, muss man da einfach für sich selber funktionierende Wege finden, auch in einer Gesellschaft klarzukommen. Und zumindest sollte man das versuchen, sowas zu entwickeln. So, jetzt bin ich aber auch gleich oben. Ich muss sowieso überlegen, was ich noch erzählen will. Ich bin hier übrigens im wunderschönen Bermersbach, eins unserer Bergdörfer, entlang des Tals. Sehr schwer zu erreichen. Wie man gemerkt hat, muss ich ein bisschen hochsteigen, um hierher zu kommen. Mit dem Fahrrad gar nicht lustig. Mit dem Auto geht natürlich, aber auch da musst du wieder Kirch ums Dorf fahren, um hierher zu kommen. Ist also wirklich richtig schön abgelegen. Schöne alte Fachwerkhäuser, schöne alte Straßen und dankenswerterweise der Dorfbrunnen hat noch plätscherndes Wasser. Das war nämlich meine Hoffnung. Wie ihr seht, habe ich keinen Rucksack. Ich wollte am Dorfbrunnen mich ein wenig erfrischen und mir ist unterwegs eingefallen, scheiße, was, wenn sie den schon ausgeschaltet haben, weil Winter. Und dankenswerterweise gibt es noch Wasser und da tanke ich jetzt mal. Ja, wir hatten übrigens mal überlegt, ob wir nicht vielleicht nach Bermersbach ziehen wollen, abgesehen davon, dass es da zu diesem Zeitpunkt auch keine Bude gab, die hier zu haben gewesen wäre. Ist man schon sehr, sehr, sehr am Arsch der Welt, wenn man den Fehler macht, in Bermersbach freiwillig wohnen zu wollen. Bei meinem Job wäre es zwar möglich, für Frau wäre es allerdings nicht möglich, ihrer Tätigkeit nachzugehen. Und drum sind wir in erreichbarer Nähe zur Bahn geblieben. Wie auch immer, jetzt habe ich mir gar nicht überlegt, was ich erzählen wollte. Jetzt habe ich so sehr Durst. Ja, der Jagdbogen, da hatten wir drüber geredet. Was war denn noch? Ja, ich muss nochmal denken, sorry. Ja, natürlich, der Elefant im Raum, das Caddy-Shelter. Was halten wir denn vom Caddy-Shelter? Ja, es ist, glaube ich, noch nicht 100% fertig zu dem Zeitpunkt, wo wir uns gerade befinden. Grundsätzlich kann ich sehr nachvollziehen, völlig unabhängig davon, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, oder zumindest ein bisschen sinnvoll sollte die Tätigkeit natürlich sein, die man durchführt, um sich zu beschäftigen, aber dass man eine Tätigkeit durchführt, um sich zu beschäftigen. Auto. Nein, doch nicht Auto. Das ist sehr, sehr nachvollziehbar. Je nachdem, was man halt für ein Typ ist. Und wenn man nicht stillsitzen kann und vielleicht auch wegen fehlender Muttersprachlerkenntnisse keine Lust auf ständige Kommunikation hat, finde ich das total toll. Und das meine ich. Ein Einzelkämpfer muss Mittel und Wege finden, wie er, obwohl er Einzelkämpfer ist, sich trotzdem in einer Gruppe behaupten kann. Und Joey Kelly macht das sehr eindrucksvoll dadurch, dass er für die Gruppe arbeitet, ohne mit der Gruppe zu arbeiten oder jedenfalls nicht so viel mit der Gruppe zu arbeiten. Und das ist strategisch unglaublich klug. Der Mann hat offensichtlich im Laufe seines Lebens definitiv viele nützliche Sachen gelernt, auch eben soziale nützliche Sachen. Und wenn du weißt, du bist nicht so das Gruppentier, dann ist das die perfekte Methode, wie die Gruppe dich trotzdem schätzt. Und du mit der Gruppe klarkommst, weil du nicht so viel von ihnen siehst und du ein wertvolles Mitglied der Gruppe bist, obwohl du deine Ruhe hast, gewissermaßen. Ja? Also wirklich genial, so ich dann ihn richtig einschätze, das weiß ich nicht, das ist auch wieder eine böse Unterstellung meinerseits, da in Ruhe eben an diesem Shelter zu basteln. Davor hat er außerdem noch Holz gemacht, wie wir aus Reactions unter anderem von der Julia entnehmen können, ist da also nicht nur Shelterbau gewesen, sondern eben auch noch viele andere nützliche Tätigkeiten, die einfach den anderen zugute gekommen sind. Und er sagt es ja schon ganz am Anfang und bisher zieht das so durch. Erst kommen die Mädels oder erst kommen die Frauen, dann kommen alle anderen und dann komme ich vielleicht. Ja, und das zieht er bisher durch. Also trotz der Entgleisung beim Feuervorfall, die ich ja nach wie vor nicht so toll fand. Aber mal davon abgesehen,
Ja, also ist absolut top, was der Mann da abliefert. Ja, also den Ironman hat er zu Recht, völlig zu Recht. Also das ist diese Leidensfähigkeit, Willensstärke, Leidensfähigkeit, wirklich jenseits von Gut und Böse. Das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Könnte ich so nicht. So, ich habe mein Ziel erreicht, oben anzukommen, solange ihr noch was von der Aussicht habt. Tada! Aussicht. Wird gleich noch besser. Ja. Das ist auch so ein Grund, weshalb man durchaus überlegen könnte, nach Bermersbach zu ziehen. Die Aussicht ist sensationell, finde ich, für Schwarzwaldverhältnisse. Wir sind noch nicht ganz oben aus dem Tal raus, aber doch so weit oben, dass man eben einen erhöhten Blick aufs Tal hat. Und ich finde die wirklich sensationell, die Aussicht. Aber das wisst ihr, ich habe die schon ein paar Mal gefilmt, wird jetzt für den einen oder anderen auch nichts Neues sein. Trotzdem mache ich den kleinen Abstecher zu den Giersteinen. Das müssen wir uns noch mal genauer angucken. Gut, also das Shelter, ist es jetzt sinnvoll oder einfach nur eine Beschäftigungsmaßnahme? Warum hat man nicht das Flugzeug weiter ausgebaut? Das ist vor allen Dingen die Frage, die ich mir häufiger stelle und die ich auch mit ein paar Leuten ohne Kamera schon besprochen habe. Und die meisten, mit denen ich jetzt persönlich geredet habe, die sind der Meinung, ja, ich hätte wahrscheinlich auch eher versucht, noch das Flugzeug weiter auszubauen. Was wir zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht wussten, wie löchrig das wohl ist. Allerdings wissen wir immer noch nicht, allzu schlimm löchrig kann es dann auch wieder nicht sein. Es gibt später noch Events, die ganz gut zeigen, wie und ob, wie löchrig das Flugzeug letzten Endes ist. Und tja, jetzt musste ich kurz einen Spoiler rausschneiden. Also, nochmal, warum baut man nicht einfach das Flugzeug weiter aus? Warum braucht man ein separates Shelter? Das ist insbesondere deswegen doof, beziehungsweise eben, fühlt sich doof an für mich, weil ich ja gesagt habe, ich wäre lieber beim Flugzeug geblieben. Und wenn man jetzt schon anfängt, da ein Holzschelter, wie es auch im Wald möglich gewesen wäre, dahin zu bauen, dann stellt sich die Frage, und die muss man sich jetzt schon gefallen lassen, jetzt auf einmal war Stefans Vorschlag wohl doch nicht so schlecht. Ja, dazu muss man sagen, also zum Lagern in den Wald gehen und so ein Shelter bauen wie da. Dazu muss man ein paar Sachen anmerken. Erstens, dieses Shelter baut ein akribisch bauender, eine Person, zwar nur mit ein bisschen Hilfe mal hier, mal ein bisschen Hilfe mal da und so weiter, von den anderen mit Sicherheit, aber nur ein akribisch bauender zugegeben, baut das Ding in 3 Tagen, 4 Tagen, irgendwie sowas, glaube ich, ja. Irgend sowas um den Dreh oder weiß nicht, ob er sogar noch länger gebraucht hat, aber mal eben schnell sowas in den Wald stellen wäre nicht möglich gewesen. Hätte man es mit mehr Personen furchtbar viel beschleunigen können, auch das wage ich zu bezweifeln, weil es gibt ja trotzdem nur 2 Sägen und eine davon ist ziemlich klein, ja, und gleichzeitig muss man noch Feuerholz machen. Das heißt, wenn 2 Gruppen am Sägen sind, dann hast du trotzdem nur 1 Säge für den Shelterbau. Und das erschwert die Sache ein klein wenig. Ja, außerdem zu viele Köche verderben den Brei. Da können auch nicht beliebig viele Leute gleichzeitig an diesem Ding arbeiten. Und ja, vor allem das Fehlen von Säge, dass man einfach, wahrscheinlich braucht es viel Zeit, die jeweiligen Äste so weit herzustellen, dass man sie verbauen kann. Und das Verbauen ist dann nicht das, was furchtbar viel Zeit braucht. Und das Herstellen der Äste ist eben durch die Säge limitiert zeitlich. Das bedeutet, wie wir gesehen haben, ging es erheblich schneller, das Flugzeugshelter erstmal notdürftig zu errichten, anstatt da jetzt gleich mit einem Joey Kelly Shelterbau anzufangen, wie sie das dann ja später tun. Aber wie gesagt, die erste schnelle, hilfreiche Unterkunft auf die Schnelle war definitiv das Flugzeugshelter. Ja, das macht also das Flugzeugshelter nicht obsolet, dass man jetzt noch ein weiteres Shelter baut. Aber ist das notwendig? Hätte man nicht am Flugzeug bleiben können? Und da bin ich ehrlich gesagt noch nicht ganz überzeugt, warum das nicht möglich gewesen wäre. Weil ein Holzverhau an die Flügel dran zu bauen, wäre ja da auch gegangen. Möglicherweise zwischen den Flügeln ein Dach auf, also
den Bereich dazwischen. Da möglicherweise noch irgendwie ein Dach einbauen und einen Eingang zu unter die Flügel quasi von hinten her, neben Julias Tür sozusagen, das als Eingang zu nutzen. Ich weiß nicht, warum das nicht gegangen wäre. Also aus meiner Sicht wäre das auch eine Option. Nachteil vom weiteren Ausbau des Fliegers: Du hast natürlich keine Möglichkeit, da jetzt so schöne Balken zu nehmen, an denen du alles andere Material festknoten kannst. Das macht der Kelly, der Joey, ja auch ganz wunderbar, dass er da eben auch alles miteinander verknotet. Das ist also handwerklich definitiv sehr solide und sehr gut gebaut, was wir da bisher gesehen haben. Ist es fast schon zu viel Aufwand? Da kann man sich streiten. Wenn das richtig stabil sein soll und ja auch noch ein paar Tage halten soll, würde ich die Zeit vorhanden ist, um das langsam genug und gründlich genug zu bauen, halte ich das auf jeden Fall für gut, dass man sich da Zeit lässt, das Ganze dann auch stabil zu konstruieren. Ja, und insbesondere, da die Kandidaten ja auch nicht völlig zu Unrecht davon ausgehen, dass das Holz, was sie da verwenden, auch eine eher brüchige Angelegenheit ist. Daher sollte man sich dann eben gerade auch wirklich ein bisschen Mühe geben, da auch vernünftige, halbwegs auch dick genug Stämme verwenden. Und ja, das ist übrigens ein Gierstein, wo ich hier drauf, mehr oder weniger drauf hocke. Man kann auch noch ganz oben drauf steigen, aber da fühle ich mich gerade momentan nicht wirklich in der Lage dazu, schon gar nicht, wenn ich mich dabei noch filmen muss. Wie ihr wisst, habe ich Höhenangst. Das ist hier jetzt noch überhaupt nicht der Fall. Also ich fühle mich hier schon noch wohl, aber mit der Kamera jetzt hier dann stehend, mitten auf dem Stein, der ist auch noch uneben, das muss ich mir jetzt nicht unbedingt geben. Ne? Risikoreduzierung, Survival Skill. Reward zu Risikoverhältnis ist hier nicht so, dass ich das Risiko unbedingt eingehen möchte. Ja, zumal ihr seid ohnehin nicht verwöhnt, was vernünftiges Bildmaterial angeht. Im Regelfall hocke ich irgendwo und ihr kriegt die ganze Zeit denselben Bildausschnitt. Dass es heute mal Unterschiedliches zu sehen gibt, ist ja schon Luxus. Nehmt das bitte würdigend zur Kenntnis. So, also grundsätzlich, wie gesagt, Bauweise, dass Joey Kelly sich beschäftigen muss, top. Ja, Bauweise finde ich auch gut. Was hätte man noch anders machen können, beziehungsweise ist es ein Fehler, dass er das Laub falsch rum drauflegt? Ja, er erklärt dann ja, er baut von unten, von oben nach unten legt das Laub drauf, wenn er dann anfängt, das Laub drauf zu legen. Das wäre normalerweise ein Fehler, weil du das im Dachziegelprinzip aufbringen müsstest. Das heißt, du baust von unten nach oben das Schrägdach hoch. Dann überlappen die jeweils weiter oben liegenden Zweige, die unten drunter liegenden Zweige, also wie ein Ziegelsteinsystem. Ne? Dachdecken im Grunde, wie mit Dachziegeln. Und das wäre schon wichtig, wenn da nicht ohnehin noch Plane drüber kommt. Und jetzt kann man sich kloppen. Wäre es nicht vielleicht praktischer gewesen, die Plane einfach innen rein zu hängen? Dann kannst du oben drauf schmeißen, wie du lustig bist und auch ganz viel drauf schmeißen und hast die innen hängende Plane, die von dem Zeug, was du oben drauf schmeißt, nicht beschädigt werden kann. Weil wenn du die Plane auf die Äste legst, kann es passieren, dass die Äste, eben insbesondere wenn dann Wind geht, an der Plane Schäden verursachen. Dass die Plane über die Äste gezerrt wird bei zum Beispiel sehr starkem Wind und dann hat die sehr schnell ein Loch. Daher, mir persönlich wäre das lieber gewesen. Das habt ihr auch gesehen in meinem Beitrag, wie man sich möglicherweise eine Hütte in den Wald bauen könnte. Ich habe da jetzt nicht allzu viel aufgebaut, aber das Prinzip ist hoffentlich klar. Eben, ich bin der Meinung, wenn man mit Rettungsdecke arbeitet, dann sie immer unters Holzgerüst hängen. Ja, entsprechend spannen, wie damals gezeigt. Das ist meiner Meinung nach eigentlich immer besser, weil es einfach das Risiko des Verreißens der Plane erheblich reduziert. Das ist also aus meiner Sicht falsch. So dreist bin ich jetzt einfach mal. Es ist wirklich viel besser, die reinzuhängen. Das bisschen, was man dann auch an zusätzlichem Platz oder zusätzlicher Höhe einbauen sollte, sozusagen, damit dann auch überhaupt die Möglichkeit da ist, die Plane vernünftig reinzuhängen, das ist ein sehr, sehr vergleichsweise geringer Aufwand, den man, wenn man das mit dem Aufwand vergleicht, um die drüber Konstruktion sich anzugucken. Außerdem kann die Plane auf dem Wege dann auch ein ganz kleines bisschen, das ist zwar wirklich nicht viel, aber zum Beispiel, wenn man jetzt das Feuer in die Nähe der Plane machen würde, dann wäre es ein wenig mehr Wärme zurückwerfen. Das ist also dann nochmal so ein kleiner Wärmebonus. Andererseits, was inzwischen auch sehr interessant zu sehen ist, nicht immer ist wärmer auch gleich besser. Moment, wo will ich hinfilmen? Da will ich ein bisschen hinfilmen, glaube ich. Oh, nee, doch, da. Ja, das sieht leider, die Kamera hat so einen extremen Weitwinkel. Die Aussicht hier ist wunderbar. Leider ist sie mehr so fenstermäßig wunderbar. Also dieser große Weitwinkel, den ich hier habe, ist für diese Aussicht, für die Weite, die hier oben herrscht, ist sie gut. Die Optik,
aber für die Details, wenn man jetzt da runter guckt, da fehlt mir da jetzt ein bisschen, da würde ich gerne ein bisschen reinzoomen, aber egal. Also, ob da, wie gesagt, in welcher Reihenfolge man jetzt, ob man jetzt die Zweige von unten oder von oben drauf schmeißt, das ist mir, wie gesagt, völlig Wurst. In dieser Situation spielt das dann auch keine große Rolle mehr. Und meiner Meinung nach hätte man vielleicht noch etwas mehr Zweige auf die fertige Konstruktion. Weiß nicht, hat man die schon gesehen? Bin mir gerade nicht sicher. Wenn nicht, dann ist das jetzt ein Mini-Spoiler auf die fertige Konstruktion. Aber er hat ja erklärt, was er vorhat. Das hat er auch schon in den Folgen, die wir bisher gesehen haben. Definitiv hat er erklärt, was er vorhat. Und so zieht das auch durch. Ist ja auch Joey Kelly. Der zieht alles durch, was er sich so vornimmt. Anscheinend. Ja, doch, tut er. Aufgeben habe ich den bisher noch nicht sehen. Krasser Typ. Ja, wie auch immer. Jedenfalls, der will ja dann noch mal ein paar Zweige auf die Folie drauflegen, sodass die Folie quasi zwischen zwei Schichten Zweigen liegt, damit sie auch nicht wegfliegen kann und geschützt ist, wenn da noch irgendwas drauf liegen sollte. So, Vorteil im Vergleich zum Wald, dass da was drauf liegt, ist nahezu unmöglich, weil da zu wenig Bäume da sind, als dass da was drauf liegen könnte. Zweiter Vorteil im Vergleich zum Wald, Sturmwurfrisiko, dass da irgendwelche ganze Bäume draufkrachen aufs Lager, haben wir halt da, wo es jetzt steht, überhaupt nicht. Außerdem haben wir noch einen Standortvorteil, dass wir runter zum Wasser kommen. Und wenn man jetzt behauptet, ja, aber da gibt es doch überhaupt kein Baumaterial, wo das Lager jetzt steht, ja, warum steht es denn dann jetzt bitte da? Ne? Woraus ist es denn gebaut, wenn nicht aus Baumaterial? Also offensichtlich war genug Baumaterial verfügbar, um an dieser Stelle dieses Shelter so zu errichten. Also die unbedingt notwendige Notwendigkeit, weil man ja sonst überhaupt kein Baumaterial hat, dass man unbedingt in den Wald gehen muss, weil ja keine Bäume neben dem Flugzeug stehen oder viel zu wenige, das stimmt schlicht und ergreifend so nicht. Wer das also so eingeschätzt hat, der muss sich jetzt leider gefallen lassen, dass diese Einschätzung ganz offensichtlich falsch gewesen ist. Dass es nicht genügend Brennholz neben dem Flugzeug gibt, das ist eine Tatsache. Ja? Das wissen wir und das wurde entsprechend so zur Kenntnis genommen und man hat Joe ja inzwischen auch schon den einen oder anderen Baum vom Hügel runterschleifen sehen. Da hatte ich ja auch schon drüber geredet, dass es rein rechnerisch kein Problem ist, Holz aus dem Wald zum Flugzeug zu transportieren. Insbesondere, das habe ich damals auch schon gesagt, das war zwar nur eine Randnotiz und heute würde ich das natürlich etwas mehr betonen, wenn man das Holz nicht trägt, wie ich das ursprünglich gerechnet habe, sondern zieht. Ja? Was selbstverständlich viel praktischer und viel einfacher ist, um große Mengen Holz zu transportieren. Dafür dann aber eben auch viel mehr Holz pro Person. Und wenn es nötig wäre, könnte ein Joey Kelly selbstverständlich auch nochmal oben auf den Berg und da Holz runterzerren. Und zumindest bis vor seine Kofferholaktion, seine letzte, würde ich das Uwe auch noch zutrauen. Seit der Kofferholaktion wirkt Uwe nicht mehr sehr motiviert, allzu viel körperliche Leistung zu vollbringen, was völlig nachvollziehbar ist. Ja? Und er hat ja auch schon sehr viel getan davor, das muss man ja auch positiv anmerken. Hätte man diesbezüglich Julia mehr zutrauen sollen, weil Julia beschwert sich in einem ihrer Streams, dass man ihr wenig zugetraut hat. Beschwerde ist vielleicht das falsche Wort. Sie weiß, alle haben es nur gut gemeint, aber sie hätte vielleicht im Nachhinein vielleicht ein bisschen weniger Damsel im Distress machen wollen, als sie es teilweise vielleicht gefühlt ein bisschen getan hat. Sie sagt aber auch selbstreflektierend, dass sie es auch angenommen hat, dass man sich um sie kümmert. Ne? Und wenn die anderen dann sagen, ich mach das, dann hat sie auch nicht gesagt, nein, lass mich das machen, sondern sie war dann auch fein damit, dass die anderen es machen, in Anführungszeichen. Aber ich verstehe ein bisschen, dass jetzt so hinten raus und für Julia sich das ein bisschen schlecht anfühlt, als hätte sie außer Holzsägen nichts getan. Was nicht stimmt, weil sie auch die gute Seele der Gruppe ist, spätestens seit Sandra nicht mehr da ist und für den Sozialzusammenhalt außerordentlich wichtig, auch jetzt noch, definitiv ist und für viele Lacher sorgt, finde ich zumindest, und einfach eine super sympathische Socke. Ja? Daher würde ich auf keinen Fall irgendwie Julia unterstellen, sie sei nicht nützlich. Aber vielleicht hätte sie vom Körperlichen her auch ein bisschen mehr leisten können. Andererseits, wenn sie mal was Körperliches angeht, dann stellt sie auch fest, dass sie schon fix und fertig ist, wenn sie vom Bach, vom Zähneputzen hochkommt, quasi. Also schwer zu sagen, wie viel man hätte Julia wirklich noch zumuten können.
wie viel, also Eigenwahrnehmung ist ja nicht gleich Realität, also allgemeine Realität von einer Mehrheit von Leuten als real angenommene Realität. Natürlich kann man auch seine eigene Realität haben, selbstverständlich. Ja. Wir haben hier übrigens einen wunderbaren Gletscherschliff, das ist hier Granit, was hier rausguckt. Und hier drüber, wo wir hier stehen, ist auf jeden Fall mal der Gletscher. Wupsch. Und hat unter anderem hier diesen Granit so schön abgeschliffen. Natürlich, dass da jetzt keine Wiese ist, liegt einfach in irgendwelchen anderen Faktoren. Vielleicht ist da einmal ein Rasenmäher zu tief runtergekommen, keine Ahnung. Aber dass hier so eine schöne abgeschliffene Felskuppe hier oben ist, das ist Gletscher. Entsprechend auch die Giersteine, die wir da hinten eben beobachtet haben. Da könnt ihr sie, glaube ich, nochmal im Hintergrund irgendwo sehen vielleicht. Ich drehe hier mal ein bisschen, vielleicht habt ihr sie gesehen, Display zu klein. Die haben auch wahrscheinlich einen glazialen Hintergrund, aber so genau weiß das tatsächlich keiner. Was mich immer sehr triggert, aber ich bin leider nicht Geologe genug, um wirklich, wirklich mit Sicherheit sagen zu können und auch nicht rausfinden zu können, wie zum Geier diese blöden Steine da eigentlich bitte entstanden sein sollen. Gut, stückweise sicherlich Wollsackverwitterung, mindestens anteilig, aber schwierig. So, ich muss den Akku wechseln und dann fällt mir vielleicht noch was ein, was ich noch besprechen möchte. So, jetzt nochmal ganz konkret. Ich muss hier übrigens gucken, dass ich wieder runterkomme, weil, wie gesagt, ich bin hier mitten im Nirgendwo. Wenn ich jetzt also nicht auf der anderen Seite hier wieder runtersteige vom Berg, dann komme ich nie wieder nach Hause und habe nur sehr begrenzte Möglichkeiten zu leuchten, sobald es dunkel wird. Deswegen gucke ich mal, dass ich im letzten Tageslicht jetzt noch ein bisschen Strecke mache. Und dann habe ich es jetzt auch bald fertig erzählt, was es zu erzählen gibt. Wie auch immer, jedenfalls wäre es denn konkret besser gewesen, nicht vielleicht jetzt doch in den Wald zu ziehen, da ja eh noch so ein Shelter gebaut werden soll. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht, ob der Wald überhaupt irgendwo ein Plätzchen gehabt hätte, wo man einigermaßen bequem ein Shelter für zum Zeitpunkt des Errichtens des Shelters, also der Planung, 6 Personen hätte unterbringen können. Wissen wir nicht. Ja, ich hatte ja eine Waldanalyse gemacht von dem Bildmaterial, was wir vom Wald so gesehen haben. Sehr viel weiter weg vom Fluss hätte es bestimmt Möglichkeiten gegeben, auch wenn Uwe da unterwegs ist zur Kofferaktion. Da dazwischen, da hätte es wahrscheinlich auch irgendwo sicherlich das eine oder andere Plätzchen bei sehr niedrigen Bäumen, insbesondere bei so halben Kahlflächen, da hätte man schon wahrscheinlich Mittel und Wege gefunden, zumindest eine ausreichend sichere Fläche im Sinne von Witwenmachern, also Sturmwurfgefahr, hätte man da finden können. Aber hätte man da auch eine ebene Fläche gefunden, tja, und das ist dann halt sehr, 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 sehr fragwürdig. Ja. Gut, daher würde ich behaupten, zu dem Zeitpunkt jetzt auch nochmal anzufangen, den ganzen Wald zu durchsuchen, um dann aus Verrecken jetzt noch einen Ort zu finden, wo man im Wald dann das Lager errichten kann. Das wäre vielleicht noch interessant gewesen, wenn die Zuppe zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst hätte, dass sie mit dem Feuerholz auskommen oder mit einzelnen Bäumen, die sie runterschleifen zum Flugzeugplateau, problemlos an ihr Feuerholz. Also was heißt problemlos? Das ist übertrieben. Es ist schon anstrengend offensichtlich, aber machbar an ihr Feuerholz rankommen. Ja? Also die unbedingte Notwendigkeit, in den Wald zu ziehen, die ist einfach nicht gegeben. Da gibt uns jetzt, je länger die Staffel dauert, desto mehr bisher wohlgemerkt, ja, gibt uns uns der am Flugzeug bleiben Fraktion das ganze Recht. Im Wald zu sein, hätte keinen furchtbaren Vorteil. Dass es im Flugzeug theoretisch auch ordentlich warm ist, wenn auch vielleicht nicht der sprichwörtliche Backofen, das ist so gemein, dass immer wieder ausgepackt wird von uns Arschgeigen, dem Joe nochmal seinen Backofen hier um die Ohren pfeifen. Finde ich ja schon fies, aber es macht auch Spaß. Ne? Also so ein kleines bisschen triezen muss man ja, das gehört dazu. So, wie auch immer, jedenfalls der Backofeneffekt ist immerhin bei so vielleicht 4-5 Grad wärmer als die Umgebung, könnte ich mir vorstellen, in Anbetracht dessen, dass wir ja wissen, dass im Flugzeug durchaus ständig Kondensation herrscht, und zwar relativ viel Kondensation, was für einen deutlichen Temperaturunterschied von Innen- und Außenseite des Flugzeugs da deutlich darauf hinweist. Also, ja,
Es ist schwierig. Es ist außerordentlich schwierig und es gibt hier, um den Fritz zu zitieren, kein richtig oder falsch, sondern mehrere Möglichkeiten, die man hätte machen können. Man hätte auch in den Wald ziehen können, ja. Aber im Wald hätten wir halt erst ab Tag 3 oder Tag 4 ein, höchstens ab Tag 3 oder 4 ein Shelter wie das fertig gedachte Joey Kelly Shelter gehabt, wenn wir eine passende Fläche zur Verfügung gehabt hätten. Na, das, wie gesagt, das wissen wir nicht, werden wir wahrscheinlich auch so schnell nicht erfahren, bis irgendjemand den Landbesitzer besticht, auf seinem Land nach möglichen Alternativsheltern suchen zu dürfen. Ist ja nicht wie die letzten Staffeln von Seven vs. Wild, wo die Gebiete mehr oder weniger frei in Anführungszeichen zugänglich sind und man da einfach hingehen kann und sich die Orte, bei der letzten Staffel ging das auch nicht. In Kanada war das auch nicht möglich. Das war ja das Land der First Nations. Und wie auch immer, jedenfalls schwierig. Ja? Und werden wir, wie gesagt, nie ganz erfahren. So, dann wollte ich noch ein paar Takte verlieren. Ich mache ja normalerweise immer Fehlerkorrektur vom letzten Mal. Ich möchte noch anmerken, was beim letzten Mal sehr schlauerweise noch ein paar Mal in den Kommentaren stand. Das mit der Asche mag ja alles so stimmen, wie ich das gesagt habe, tut es auch. Aber das Feuer wurde ja mit einer Notfackel entzündet. Ob denn nicht vielleicht durch das Verwenden dieser Fackel da jetzt Zeug in die Asche gelangt sein kann, oder ins Feuer generell gelangt sein kann, was dann halt doch gesundheitsschädliche Wirkungen hat. Ja, das ist in der Tat tatsächlich ein Faktor, den ich da nicht bedacht habe. Und ich habe keine Ahnung, was außer Magnesium, und das wird ein entscheidender Bestandteil der Zusammensetzung dieser Notsignalfackel gewesen sein, aber was da außer Magnesium noch so drin ist, kein Schimmer. Ebenfalls kein Schimmer, wie viel von dem, was da so drin ist, nicht als Rückstand in der Fackel verbleibt, sondern aus der Fackel rausgeschossen wird während des Brennvorgangs. Es wäre sicherlich naiv davon auszugehen, dass schon alles in der Fackel drin bleiben wird. Ein bisschen was wird da mit Sicherheit rausgeschossen. Wie viel? Keine Ahnung. Ja. Und nochmal, genaue Zusammensetzung von dem Ding kennen wir auch nicht. Da wird wahrscheinlich auch ein bisschen Schwarzpulver dran beteiligt gewesen sein. Das besteht allerdings bloß aus Schwefel, Kalifeldspat, glaube ich, heißt das so? Ja, mehr oder weniger, also irgendwas mit Kalium auf jeden Fall und Schwefel, ja. Holzkohle, Schwefel, ja, und das andere Zeug, ne, liegt bei mir im Keller rum. Außer einer Zeit, als man noch nicht einen Schwarzpulverschein brauchte, um das zu besitzen. Das ist nur noch ein Restbestand. Davon abgesehen ist der inzwischen schon so uralt und wahrscheinlich, weil mindestens der Schwefel aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaften ohnehin von nichts mehr zu gebrauchen. Vermutlich. Na, ich habe es nicht ausprobiert, ich kenne auch die Formel gar nicht. Mein Vater hat damals, als ich noch klein war, mit guten Connections zum nächsten Apotheker das Zeug so beschaffen können. Er ist total sneaky, extra dreimal hin und hat alle Bestandteile einzeln besorgt. Aber der Apotheker hat wahrscheinlich spätestens Kali-Gedöns gewusst, was mein Vater da wohl vorhaben mag. Naja, wie auch immer, jedenfalls, das ist mit Sicherheit noch drin gewesen in der Fackel. Also ein bisschen Schießpulver und Schwarzpulver, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ja, was da sonst noch? Also eigentlich reicht das. Also wenn du da Magnesiumpulver drin hast und das mittels einer Zündung durch dieses Rausreißen vom Bändchen zum Brennen, zum sehr schnell vor sich hin oxidieren bringst. Oh, ein Rotkehlchen, hallo. Dann sollte das eigentlich reichen. Also vielleicht noch ein bisschen weißer Phosphor oder solche Späße, keine Ahnung. Naja, aber das wäre dann alles nichts, was furchtbar schlimm wäre in der Asche, weshalb man da jetzt Schwermetalle zutun müsste und alles andere verbrennt. Also was oxidierbar ist, oxidiert. Was gasförmig werden kann, wird gasförmig im Laufe des Feuers. Es sei denn, wir hätten halt irgendwelche Stoffe, deren Schmelzpunkt halt so furchtbar, Siedepunkt, so furchtbar hoch ist, dass halt ein normales Holzfeuer nicht ausreicht, dass sie da rausdampfen. Ne? Also Quecksilber übrigens ist ja auch ein Schwermetall, wäre aber bei den Temperaturen, die ein Feuerholz jetzt erzeugt, wenn es brennt, schon längst ausgedampft. Es ist also unmöglich, dass in der Asche Quecksilber drin sein kann, weil einfach wegen dem Siedepunkt. Ne? Ja, wie auch immer, jedenfalls, das wollte ich nur noch mal kurz angemerkt haben. Also ein gewisses Restrisiko durch diese Fackel besteht tatsächlich
wenn auch wahrscheinlich kein großes. Was könnte man dann tun? Naja, man nimmt die Asche halt von der Stelle, der Feuerstelle, die man erst später angelegt hat, wo eine Kontamination mit dem Inhalt der Leuchtfackel nicht stattgefunden hat. Zum Beispiel, wenn man jetzt noch eine zusätzliche Feuerstelle vor der Hütte anlegen würde, vom Kelly Shelter, wo sie die Kelly Family drin machen können, da wäre das Problem dann auch schon quasi beseitigt. Ne? Also nur so hypothetisch. Gut, was wollte ich noch sagen? Genau, kochen im Propeller, beziehungsweise in dieser komischen Flugzeug. Hoppala. Manchmal gibt es runde Steine auf dem Weg. Ja? Die dann mitrollen, wenn man drauf tritt. Das kann passieren, auch mir. Ja, wie auch immer, jedenfalls beim Kelly Family Shelter, da könnte man jetzt, was wollte ich jetzt sagen? Nee, halt, wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, wie ist das jetzt mit dem Flugzeugteil, dass das Kochtopf improvisiert wird? Kann man das machen? Ist das furchtbar schädlich, wenn man da drin kocht? Keine Schimmer, aber so schlimm. Also das wird auch generell von vielen Leuten als furchtbar giftig eingeschätzt, wenn man irgendein alternatives Gefäß zum Kochen verwendet, das kein Kochtopf ist. Zum Beispiel auch das Kochen in einer stinknormalen Konservendose. Ja, das ist im Prinzip uralte Bushcraft-Technik, wenn man so möchte. Wirklich uralt. Also seit es die Konservendose gibt, wurde die schon als Kochtopfersatz verwendet. Ist das ideal? Naja, damals war es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Außer, dass ja inzwischen auch Aluminium Geschirr furchtbar giftig sein soll, gab es zumindest mal den kleinen Aufreger, bis man dann noch mal ein bisschen die Zahlen sich genauer angeguckt hat. Und inzwischen kann man sagen, wenn du dir dein Essen nur in Aluminiumgeschirr zubereitest, der dir dabei jede Menge aluminiumhaltiges Deo unter die Achseln sprühst, das Ganze mit einem Alulöffel futterst und zusätzlich noch im Aluwerk an Alu rumfräst und Alustaub einatmest, dann ist es wahrscheinlich gesundheitsschädlich. Ja, wenn du irgendwas dazwischen machst, dann kommt schon wieder sehr stark darauf an, was genau man dazwischen da so eigentlich so treibt. Also sehr schlimm wird es vermutlich nicht sein. Und das gilt auch für die allermeisten Beschichtungen, die eben irgendwelche möglichen alternativen Kochgefäße haben können. Ist das gesund? Sicherlich nicht. Ist das furchtbar, furchtbar schlimm? Tja, das ist halt die große Frage. Ne? Also meiner Meinung nach wird da immer sehr, sehr, sehr überempfindlich reagiert und sehr viel Krach gemacht wegen, das darf man auf keinen Fall aus sowas essen und so weiter. Und dann lebt man in der Großstadt und läuft an verschiedenen Auspuffen vorbei, die alle jede Menge erwiesenermaßen ziemlich toxischen Substanzen von sich geben, die man außerdem dann auch noch einatmet, wo der Körper keine Chance hat, die noch irgendwie irgendwo wegzufiltern, weil sie durch unseren körpereigenen Filtermechanismus namens Magen-Darm-Trakt erstmal durchgeführt werden müssen. Also das ist immer so ein bisschen Messen mit zweierlei Maß, dass dann bestimmte Tätigkeiten von vielen Leuten als furchtbar, furchtbar schädlich angesehen werden und andere Gefahren einfach völlig wegignoriert werden. Ja, das ist Whataboutismus, aber den kann ich mir an dieser Stelle einfach nicht verkneifen. Das Risiko ist unglaublich gering, dass hier eine nennenswerte gesundheitliche Beeinträchtigung entstehen kann. Und entsprechend muss man auch nicht so tun, als sei das jetzt furchtbar, furchtbar dramatisch. Meiner Meinung nach. Wer individuell da große Probleme mit haben möchte, darf das selbstverständlich gerne tun. Wer einen Sterbefall der Familie hatte durch Kontamination mit irgendeinem Lack, möglicherweise, der da vielleicht eventuell, was ich auch nicht für sehr wahrscheinlich halte, weil es kostet auch Geld, warum soll man dieses Teil innen lackieren, wozu sollte das gut sein? Aber egal, nehmen wir mal an, da hat jemand einen persönlichen Sterbefall in der Familie durch sowas, dann ist man da natürlich sensitiv, menschlich nachvollziehbar, alles in Ordnung. Der Fehler, in Anführungszeichen, beziehungsweise das Problem, was man da vielleicht noch drin sehen kann in solchen Sachen, wohl möglich auch im Aschekonsum sehen kann, wenn man das möchte. Das ist ein Argument, das ist leider valide. Liegt vielleicht darin, dass Joe vielleicht, das wissen wir nicht, was auf Off-Kamera passiert ist, den Teilnehmern an den anderen nicht ausreichend, vielleicht, wie gesagt, wir wissen es nicht, nicht ausreichend erklärt hat, welche theoretischen Gesundheitsrisiken
mit dem Konsum von Suppe aus Flugzeugteil oder Aschewasser aus Magnesiumfackelfeuer einhergehen. Ja, das kann man vielleicht kritisieren, weil im besten Fall die vertrauen ihm ja und nehmen das, weil er ihnen gibt. Und da könnte man jetzt theoretisch eben sagen, dann hat er auch die Pflicht, sie darüber aufzuklären. Wir müssen mal dringend so rumfilmen, das ist erheblich bessere Aussicht. Welche Risiken mit dem Verwenden von dem, was sie da verwenden, einhergehen. Ja, aber nochmal, die sind so verschwindend gering. Ich sage ja nur, man könnte. Ja, das Argument wäre zumindest logisch nachvollziehbar und schlüssig, wie man so schön sagt in der Debatte. Ja, jedenfalls, warum machen wir denn die ganze Kocherei in diesem Flugzeugteil? Weil der Joe versucht, Farnherzen essbar zu machen, was ihm auch gelingt, zumindest, dass er sie essen kann. Die sind wohl aber noch relativ herb. Jetzt wissen wir auch, wo der Joe seinen Humor her hat. Wahrscheinlich als Kind in den ganzen Topf von dem Zeug gefallen. Also nicht falsch verstehen, ich mag Joes Humor. Ja. Nichtsdestotrotz würde das einiges erklären. Ne? 8 Minuten Freeze and Starve. Ne? Oder Starve and Freeze, wie hieß das? Gut, trotzdem fand ich wahnsinnig spannend. Ja, er hat es ja im Vorfeld bereits, beziehungsweise schon in einem eigenen Video nochmal erklärt, wie das im Detail funktioniert. Im Grunde so ähnlich, oh wie passend. Rein zufällig stehe ich hier unter einer Eiche. Eicheln kann man ja auch nur essen, also jedenfalls nicht, wenn man, außer man ist kein normaler Mensch, ne? Aber normale Menschen können Eicheln nur essen, wenn sie die vorher sehr ausführlich ausgelaugt bzw. ausgewaschen haben, weil da eben jede Menge Bitterstoffe drin sind. Im Fall von der Eichel sind die eigentlich nur verstopfungserzeugend und zwar heftig, aber mehr tun die nicht. Also gut, Phagin ist auch noch drin, das wäre dann richtiges Gift, wenn auch nur nicht viel, und man verträgt da schon einiges davon, bevor man einen Schaden bekommt. Man müsste sie also rösten und auslaugen und dann kann man die Dinger essen. Auch viel davon dann durchaus. So, rösten sollte man sie wirklich unbedingt, damit Phagin kaputt geht. Auslaugen muss man eigentlich auch fast immer, aber theoretisch, ich sage absichtlich theoretisch, weil ich mag das überhaupt nicht, den bitteren Geschmack von nicht völlig ausgelaugten Eicheln, aber theoretisch kann man die auch noch mit einer gewissen Bitterkeit bereits essen. Ja, das geht. Also so ein bisschen auslaugen mag für bittere Gestalten ausreichen, um das dann schon verzehren zu können. Und wie es aussieht, scheint der Joe eine besondere Vorliebe für pflanzliche Bitterstoffe entwickelt zu haben. Wahrscheinlich ist da nichts anderes daheim. Herzliches Beileid an deine Frau, Joe. Bitte weiterreichen. Muss wirklich furchtbar sein, mit dir zu kochen. Na, wie auch immer. Jedenfalls kann ich nachvollziehen, dass die anderen das nicht mögen. Das kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe ja zumindest probiert, auch inzwischen alles Mögliche, was man so als potenzielle pflanzliche Notnahrung verwenden kann. Und bei mir hört es bei Löwenzahnwurzel ehrlich gesagt schon auf. Selbst ein bisschen angeröstet und ein bisschen ausgewässert, also dass das Inulin so halbwegs aufgeschlossen wird. Ach, nee, kriege ich fast nicht runter. Ich kriege sie runter, ja, aber das ist ja furchtbar. Das ist ja wirklich überhaupt nicht lecker. Als Kaffee, ich mag auch schon keinen Kaffee, von daher, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Das ist auch eine wichtige Survival-Fähigkeit, die mir fehlt, dass man mit der Survival-Nahrung, die verfügbar ist weltweit, dann auch was anfangen kann. Das muss man auch trainieren, also gerade insbesondere Inulin. Der Darm muss sich da wirklich dran gewöhnen. Da kannst du deine Verdauung tatsächlich darauf umstellen, dass du nur so ein Zeug, schwer verdauliches Zeug futterst.
hast. Und dann kommst du auch immer besser mit schwerlich verdaubarem Zeug aus vom Magen-Darm-Trakt her. Ne? Also das ist eigentlich was, was man unbedingt im Rahmen eines intensiven Survival-Trainings auch durchaus mit aufnehmen sollte. Solche Verzehr von schwieriger Nahrung, nenne ich das jetzt einfach mal. Ne? Also vor allen Dingen ballaststoffreiches Rohkostzeugs, nicht einfach nur, keine Ahnung, Hähnchenschenkel und Pommes oder gar Nudeln oder Kartoffel oder anderes Zeug mit einfach zersetzbaren Kohlenhydraten, ne? Wo der Verdauungsapparat kaum noch irgendwas für tun muss, um das Ganze kaputt zu kriegen, und Ballaststoffe sind quasi keine drin. Ne? Also das ist eigentlich falsch. Ist eigentlich also vollkommen richtig, nur so Farnherzen und so ein Zeug ausgelaugte zu futtern. Ja, aber ich habe auch gern Spaß im Leben. Und Geschmack. So, wahrscheinlich habe ich jetzt noch irgendwas auf meinem imaginären Zettel, den ich nicht dabei habe, das ich euch jetzt vorenthalten habe, aber es gibt da jetzt langsam ein Problem, nämlich da unten, da ist die große Stadt, ja, und die hat einen Bahnhof, und anders als das winzige Bermersbach, wobei andererseits wahrscheinlich haben sie im Bermersbach mehr Waffenbesitzkarteninhaber, die auf vloggende Influencer schießen würden, die bei ihnen durchs Dorf spazieren, als das da unten der Fall ist. Andererseits gibt es auch mehr Einwohner. Damit ist also die Chance, dass ein auf vloggende Influencer schießender dabei ist, etwas größer. Davon abgesehen fällt mir wirklich jetzt nicht mehr viel ein, was ich noch sagen möchte. Und wenn ich mal auf die Uhr gucke, Scheiße. Also entweder renne ich jetzt wie ein Bekloppter und nehme die nächste Bahn, oder mach gemütlich, gehe noch mal kurz in den Netto, hol mir irgendeinen Snack, und dann sind die Kalorien, die ich gerade so schön verbraucht habe, auch sofort wieder drin. Das Leben ist hart. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Sollte ich was Wichtiges vergessen haben, hole ich das da dann noch mal nach. Und ja, macht's gut. Genießt den Spätherbst, Anfang Winter. Wir haben schon ein bisschen Schnee gehabt. Leider, ja gut, da sieht man ihn gerade, ne? Leider noch nicht viel, aber vielleicht kommt da noch was. Ich bin optimistisch. Ciao.